Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo. Mein Name ist Michael. Hallo. Mein Name ist Michael. Hallo Michael. Mein Name ist Mary. Hallo Michael. Mein Name ist Mary. Schön dich zu treffen, Mary. Schön dich zu treffen, Mary. Ich bin auch froh, Michael. Ich bin auch froh, Michael. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich bin in der zweiten Klasse. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der zweiten Klasse. In welcher Klasse bist du? Ich bin auch in der zweiten Klasse. Ich bin auch in der zweiten Klasse. Wirklich? Dann sind wir in der gleichen Klasse. Wirklich? Dann sind wir in der gleichen Klasse. Ja, genauso. Welche Lektion gefällt dir am besten? Ja, genauso. Welche Lektion gefällt dir am besten? Am besten gefällt mir der Malkurs. In Ordnung, und du? Am besten gefällt mir der Malkurs. In Ordnung, und du? Ich mag den Matheunterricht. Ich mag den Matheunterricht. Ah, ich verstehe die Mathematik nicht wirklich. Ah, ich verstehe die Mathematik nicht wirklich. Vielleicht kann ich dir helfen? Vielleicht kann ich dir helfen? Wirklich? Ich wäre sehr zufrieden. Wirklich? Ich wäre sehr zufrieden. Natürlich. Warum nicht? Natürlich. Warum nicht? Wann können wir anfangen? Wann können wir anfangen? Wir können ab morgen beginnen. Wir können ab morgen beginnen. Großartig. Großartig. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Am liebsten zeichne ich. Am liebsten zeichne ich. Vielleicht kannst du es mir auch beibringen? Vielleicht kannst du es mir auch beibringen? Sicherlich. Zeichnen macht so viel Spaß. Sicherlich. Zeichnen macht so viel Spaß. Es wäre toll. Es wäre toll. Dann werden wir eines Tages zeichnen. Dann werden wir eines Tages zeichnen. Ja, ich freue mich darauf. Ja, ich freue mich darauf. Was ist also dein Lieblingsspiel? Was ist also dein Lieblingsspiel? Ich spiele gerne Verstecken. Ich spiele gerne Verstecken. Ich mag auch Verstecken. Ich mag auch Verstecken. Dann können wir vielleicht eines Tages gemeinsam Verstecken spielen. Dann können wir vielleicht eines Tages gemeinsam Verstecken spielen. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Welche Art von Büchern liest du denn gerne? Welche Art von Büchern liest du denn gerne? Ich liebe Abenteuerbücher am meisten. Ich liebe Abenteuerbücher am meisten. Meine liebsten Abenteuerbücher. Meine liebsten Abenteuerbücher. Dann können wir gemeinsam einen Buchclub gründen. Dann können wir gemeinsam einen Buchclub gründen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das dachte ich auch. Das dachte ich auch. Wann können wir unser erstes Date nach der Schule haben? Wann können wir unser erstes Date nach der Schule haben? Wir können es am Montag nächster Woche machen. Wir können es am Montag nächster Woche machen. Das ist toll. Das ist toll. Dann bis Montag. Dann bis Montag. Ja, ich freue mich darauf. Ja, ich freue mich darauf. Ich bin Michael. Ich bin Michael. Dann sehen wir uns morgen in der Schule, Mary. Dann sehen wir uns morgen in der Schule, Mary. Wir sehen uns morgen in der Schule, Michael. Wir sehen uns morgen in der Schule, Michael. Guten Tag, Mary. Guten Tag, Mary. Guten Tag,
Michael. Guten Tag, Michael. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie fühlst du dich heute? Hallo Mary. Wie fühlst du dich heute? Mir geht es nicht gut, Michael. Ich habe unglaubliche Kopfschmerzen. Mir geht es nicht gut, Michael. Ich habe unglaubliche Kopfschmerzen. Tut mir leid, das zu hören. Warst du noch nicht beim Arzt? Tut mir leid, das zu hören. Warst du noch nicht beim Arzt? Ja, habe ich. Sie sagten, es sei nur Migräne und gaben mir Medikamente. Ja, habe ich. Sie sagten, es sei nur Migräne und gaben mir Medikamente. Ich hoffe, das Medikament hilft. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Ich hoffe, das Medikament hilft. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Danke, Michael. Es ist beruhigend, dass man hier überhaupt reden kann. Danke, Michael. Es ist beruhigend, dass man hier überhaupt reden kann. Natürlich. Maria, ich bin für dich da. Haben Sie Ihnen Anweisungen zu Medikamenten gegeben? Natürlich. Maria, ich bin für dich da. Haben Sie Ihnen Anweisungen zu Medikamenten gegeben? Ja, ich muss es zum Essen einnehmen. Deshalb werde ich bald ein Mittagessen bestellen. Ja, ich muss es zum Essen einnehmen. Deshalb werde ich bald ein Mittagessen bestellen. Das hört sich gut an. Ich kann Ihnen helfen, etwas aus der Speisekarte auszuwählen. Das hört sich gut an. Ich kann Ihnen helfen, etwas aus der Speisekarte auszuwählen. Das wäre großartig, Michael. Könnten Sie mir bitte ein Sandwich und etwas Suppe bringen? Das wäre großartig, Michael. Könnten Sie mir bitte ein Sandwich und etwas Suppe bringen? Natürlich, Maria. Ich werde sofort bestellen. Brauchst du noch was? Natürlich, Maria. Ich werde sofort bestellen. Brauchst du noch was? Nein, ich denke, das ist es für den Moment. Vielen Dank für deine Hilfe. Nein, ich denke, das ist es für den Moment. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen, Mary. Ich bin in Kürze mit Ihrem Essen zurück. Gern geschehen, Mary. Ich bin in Kürze mit Ihrem Essen zurück. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Maryam, wie geht es dir? Hallo Maryam, wie geht es dir? Hallo Michael, mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Hallo Michael, mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Nicht schlecht, danke. Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Nicht schlecht, danke. Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Ja, ich weiß, was du meinst, die Arbeit kann sehr hektisch sein. Ja, ich weiß, was du meinst, die Arbeit kann sehr hektisch sein. Definitiv. Wie auch immer, ich bin in die Bibliothek gekommen, um für ein Projekt zu recherchieren. Definitiv. Wie auch immer, ich bin in die Bibliothek gekommen, um für ein Projekt zu recherchieren. Wow, interessant. Worum geht es in Ihrem Projekt? Wow, interessant. Worum geht es in Ihrem Projekt? Es geht um erneuerbare Energiequellen und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Es geht um erneuerbare Energiequellen und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Das scheint wichtig zu sein. Finden Sie die Informationen, die Sie benötigen? Das scheint wichtig zu sein. Finden Sie die Informationen, die Sie benötigen? Ja, ich habe einige nützliche Bücher und Artikel gefunden. In Ordnung und du?
Was führt Sie heute in die Bibliothek? Ja, ich habe einige nützliche Bücher und Artikel gefunden. In Ordnung, und du? Was führt Sie heute in die Bibliothek? Ich kam, um ein Buch abzuholen, das ich reserviert hatte. Es war ein Roman, den ich schon lange lesen wollte. Es ist gut. Es ist auch immer gut, in der Freizeit Bücher zu lesen. Wie heißt das Buch? Es ist gut. Es ist auch immer gut, in der Freizeit Bücher zu lesen. Wie heißt das Buch? Es heißt Stiller Garten. Dies ist ein Kriminalroman. Es heißt Stiller Garten. Dies ist ein Kriminalroman. Hört sich interessant an. Sagen Sie mir, wie es Ihnen gefällt, wenn Sie fertig sind. Hört sich interessant an. Sagen Sie mir, wie es Ihnen gefällt, wenn Sie fertig sind. Wird machen. Wie geht es deiner Familie? Wird machen. Wie geht es deiner Familie? Es geht Ihnen gut, danke. Mama und Papa haben letzte Woche ihr Jubiläum gefeiert. Es geht Ihnen gut, danke. Mama und Papa haben letzte Woche ihr Jubiläum gefeiert. Das ist so süß. Bitte leiten Sie meine Glückwünsche an Sie weiter. Das ist so süß. Bitte leiten Sie meine Glückwünsche an Sie weiter. Werde ich, danke. Was ist mit deiner Familie? Werde ich, danke. Was ist mit deiner Familie? Danke, dass du gefragt hast, meine Schwester hat gerade ein Baby bekommen. Also freuen wir uns alle darüber. Danke, dass du gefragt hast, meine Schwester hat gerade ein Baby bekommen. Also freuen wir uns alle darüber. Wir gratulieren ihm. Tante zu sein muss aufregend sein. Wir gratulieren ihm. Tante zu sein muss aufregend sein. Es ist sicherlich, wie auch immer, ich muss los und mein Buch holen. Es war schön, auf dem Laufenden zu bleiben. Michael, es ist sicherlich, wie auch immer, ich muss los und mein Buch holen. Es war schön, auf dem Laufenden zu bleiben. Michael, du auch. Mary, genießen Sie Ihr Buch und treffen wir uns irgendwann auf einen Kaffee. Du auch. Mary, genießen Sie Ihr Buch und treffen wir uns irgendwann auf einen Kaffee. Es sieht aus wie ein Plan. Seien Sie vorsichtig. Es sieht aus wie ein Plan. Seien Sie vorsichtig. Du auch. Mary, tschüss. Du auch. Mary, tschüss. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary, wie geht es dir? Hallo Mary, wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Welche Übungen hast du heute vor? Mir geht es auch gut, danke. Welche Übungen hast du heute vor? Ich denke darüber nach, heute etwas Cardio zu machen. Du? Ich denke darüber nach, heute etwas Cardio zu machen. Du? Ich denke auch darüber nach, Krafttraining zu machen. Ich denke auch darüber nach, Krafttraining zu machen. Großartig! Vielleicht können wir später zusammen Cardio machen. Großartig! Vielleicht können wir später zusammen Cardio machen. Natürlich! Mit Freude! Natürlich! Mit Freude! Welches Krafttraining machst du? Welches Krafttraining machst du? Heute werde ich Rücken- und Schulterübungen machen. Heute werde ich Rücken- und Schulterübungen machen. Gute Wahl. Ich denke darüber nach,
mich auch auf meine Beine zu konzentrieren. Gute Wahl. Ich denke darüber nach, mich auch auf meine Beine zu konzentrieren. Wie viel Gewicht verwenden Sie? Wie viel Gewicht verwenden Sie? Ich verwende derzeit 10 Pfund Hanteln. Ich verwende derzeit 10 Pfund Hanteln. Ich verwende das gleiche Gewicht. Du hast eine gute Balance gefunden. Ich verwende das gleiche Gewicht. Du hast eine gute Balance gefunden. Vielen Dank. Ich habe mich im Laufe der Zeit verbessert, seit ich dieses Unternehmen gegründet habe. Vielen Dank. Ich habe mich im Laufe der Zeit verbessert, seit ich dieses Unternehmen gegründet habe. Das ist es. Du musst weitermachen und weitermachen. Das ist es. Du musst weitermachen und weitermachen. Definitiv. Welches Cardio-Training bevorzugen Sie? Definitiv. Welches Cardio-Training bevorzugen Sie? Normalerweise laufe ich lieber auf dem Laufband. Normalerweise laufe ich lieber auf dem Laufband. Manchmal fahre ich auch gerne Fahrrad. Manchmal fahre ich auch gerne Fahrrad. Radfahren ist ein großartiges Cardio-Training. Radfahren ist ein großartiges Cardio-Training. Ja, es macht Spaß und ist effektiv. Ja, es macht Spaß und ist effektiv. Wann fängst du an? Wann fängst du an? Ich kann jetzt anfangen, ist es für dich in Ordnung? Ich kann jetzt anfangen, ist es für dich in Ordnung? Klar, fangen wir an. Klar, fangen wir an. Großartig. Also fangen wir an. Großartig. Also fangen wir an. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals Friends geschaut? Hey Mary, hast du jemals Friends geschaut? Definitiv. Eine meiner Lieblingssendungen aller Zeiten. Definitiv. Eine meiner Lieblingssendungen aller Zeiten. Wirklich? Das ist toll. Wer ist dein Lieblingscharakter? Wirklich? Das ist toll. Wer ist dein Lieblingscharakter? Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, aber ich glaube, dass ich mich am meisten mit Monika verbunden fühle. Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, aber ich glaube, dass ich mich am meisten mit Monika verbunden fühle. Interessant. Er ist ein ziemlich guter Charakter. Was magst du daran? Interessant. Er ist ein ziemlich guter Charakter. Was magst du daran? Ich bewundere ihre Entschlossenheit und wie sie ihr Leben in die Hand nehmen. Ich bewundere ihre Entschlossenheit und wie sie ihr Leben in die Hand nehmen. Ja, Monika ist definitiv eine Leistungsträgerin. In Ordnung, und du? Wer ist dein Favorit? Ja, Monika ist definitiv eine Leistungsträgerin. In Ordnung, und du? Wer ist dein Favorit? Ich hätte mit Chandler gehen sollen. Sein Sinn für Humor ist genau richtig. Ich hätte mit Chandler gehen sollen. Sein Sinn für Humor ist genau richtig. Chandlers Intelligenz ist legendär. Er weiß immer, wie er jeden zum Lachen bringt. Chandlers Intelligenz ist legendär. Er weiß immer, wie er jeden zum Lachen bringt. Definitiv. Außerdem ist ihre Dynamik mit Joey pures Comedy-Gold. Definitiv. Außerdem ist ihre Dynamik mit Joey pures Comedy-Gold. Diese beiden sind das perfekte Comedy-Duo. Daran besteht kein Zweifel. Diese beiden sind das perfekte Comedy-Duo. Daran besteht kein Zweifel. Was ist mit Ross und Rachel? Haben Ihnen Ihre Geschichten gefallen?
Was ist mit Ross und Rachel? Haben Ihnen ihre Geschichten gefallen? Definitiv. Ihre immer wiederkehrenden Beziehungen machen süchtig. Definitiv. Ihre immer wiederkehrenden Beziehungen machen süchtig. Es ist das klassische, werden sie oder werden sie nicht, Szenario. Aber es funktioniert so gut. Es ist das klassische, werden sie oder werden sie nicht, Szenario. Aber es funktioniert so gut. Und lassen Sie mich gar nicht erst mit Phoebes Eigenart anfangen. Es ist eine Rebellion. Und lassen Sie mich gar nicht erst mit Phoebes Eigenart anfangen. Es ist eine Rebellion. Phoebe fügt der Gruppe dieses skurrile Element hinzu. Ohne ihn wäre es nicht dasselbe. Phoebe fügt der Gruppe dieses skurrile Element hinzu. Ohne ihn wäre es nicht dasselbe. Definitiv. Die Besetzung hat eine unglaubliche Chemie. Definitiv. Die Besetzung hat eine unglaubliche Chemie. Das ist einer der Gründe, warum es eine so ikonische Show ist. Das ist einer der Gründe, warum es eine so ikonische Show ist. Definitiv. Es ist schwierig, eine Serie zu finden, die Freundschaft so perfekt darstellt. Definitiv. Es ist schwierig, eine Serie zu finden, die Freundschaft so perfekt darstellt. Man kann die Verbindung zwischen den Charakteren wirklich spüren. Man kann die Verbindung zwischen den Charakteren wirklich spüren. Und das New Yorker Setting verleiht dem Ganzen einen einzigartigen Charme. Und das New Yorker Setting verleiht dem Ganzen einen einzigartigen Charme. Er ist wirklich wie ein zusätzlicher Charakter in der Serie. Er ist wirklich wie ein zusätzlicher Charakter in der Serie. Definitiv. Die Wohnung und Central Perk werden zu einem zweiten Zuhause. Definitiv. Die Wohnung und Central Perk werden zu einem zweiten Zuhause. Ich wollte schon immer in einem Café wie Central Perk abhängen. Ich wollte schon immer in einem Café wie Central Perk abhängen. Wäre das nicht ein wahr gewordener Traum? Wir plaudern einfach mit Freunden beim Kaffee. Wäre das nicht ein wahr gewordener Traum? Wir plaudern einfach mit Freunden beim Kaffee. Klingt nach der perfekten Art, den Nachmittag zu verbringen. Klingt nach der perfekten Art, den Nachmittag zu verbringen. Apropos. Haben Sie jemals versucht, den echten Central Perk zu finden? Apropos. Haben Sie jemals versucht, den echten Central Perk zu finden? Ich habe nachgeschaut. Aber es ist nicht ganz dasselbe wie in der Serie, oder? Ich habe nachgeschaut. Aber es ist nicht ganz dasselbe wie in der Serie, oder? Das ist wahr. Die Magie von Central Perk ist schwer zu reproduzieren. Das ist wahr. Die Magie von Central Perk ist schwer zu reproduzieren. Es ist einer dieser Orte, die es nur in der Friends-Welt gibt. Es ist einer dieser Orte, die es nur in der Friends-Welt gibt. Und er wird immer einen besonderen Platz in den Herzen seiner Fans haben. Und er wird immer einen besonderen Platz in den Herzen seiner Fans haben. Definitiv. Eine Show, die ein bleibendes Erbe hinterlassen hat. Definitiv. Eine Show, die ein bleibendes Erbe hinterlassen hat. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Freunde werden immer ein Klassiker sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Freunde werden immer ein Klassiker sein. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können, Michael. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können, Michael. Neues Gespräch.
Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie läuft es bei der Arbeit? Hallo Mary. Wie läuft es bei der Arbeit? Ich war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, Michael. In Ordnung und du? Ich war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, Michael. In Ordnung und du? Ich kann es so nachvollziehen. Auch bei mir war viel los. Ich kann es so nachvollziehen. Auch bei mir war viel los. Manchmal muss ich von allem eine Pause machen. Manchmal muss ich von allem eine Pause machen. Deshalb sind wir heute Nacht hier zur Ruhe gekommen, Mary. Deshalb sind wir heute Nacht hier zur Ruhe gekommen, Mary. Du hast recht, Michael. Lasst uns unseren Abend genießen. Du hast recht, Michael. Lasst uns unseren Abend genießen. Was möchtest du trinken, Mary? Was möchtest du trinken, Mary? Geben Sie mir bitte ein Glas Weißwein. Geben Sie mir bitte ein Glas Weißwein. Ich werde ein Bier trinken. Barkeeper, bitte zwei Drinks. Ich werde ein Bier trinken. Barkeeper, bitte zwei Drinks. Danke, Michael. Habt ihr also spannende Pläne für das Wochenende? Danke, Michael. Habt ihr also spannende Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Nur ein bisschen Gartenarbeit und Lesen. Nicht wirklich. Nur ein bisschen Gartenarbeit und Lesen. Es klingt friedlich. Ich kann meine Netflix-Sendungen verfolgen. Es klingt friedlich. Ich kann meine Netflix-Sendungen verfolgen. Was guckst du in diesen Tagen? Was guckst du in diesen Tagen? In letzter Zeit interessiere ich mich für Krimis wie Mindhunter. In letzter Zeit interessiere ich mich für Krimis wie Mindhunter. Oh, das habe ich auch gesehen. So beschäftigt. Oh, das habe ich auch gesehen. So beschäftigt. Ich liebe es, mit ihnen Fälle zu lösen. Ich liebe es, mit ihnen Fälle zu lösen. Ist es nicht wie ein Puzzle? Ist es nicht wie ein Puzzle? Definitiv. Apropos Rätsel. Wie steht es mit ihrer Rätselsucht? Definitiv. Apropos Rätsel. Wie steht es mit ihrer Rätselsucht? Haha. Ich bin immer noch stark, Mary. Haha. Ich bin immer noch stark, Mary. Du musst mir irgendwann ein paar Kreuzworträtseltricks beibringen. Du musst mir irgendwann ein paar Kreuzworträtseltricks beibringen. Ich werde zufrieden sein. Sie machen ziemlich süchtig. Ich werde zufrieden sein. Sie machen ziemlich süchtig. Dann hallo zu neuen Puzzle-Abenteuern. Dann hallo zu neuen Puzzle-Abenteuern. Prost, Mary. Auf Freundschaft und Rätsel. Prost, Mary. Auf Freundschaft und Rätsel. Also, Michael, bist du in letzter Zeit an einen interessanten Ort gereist? Also, Michael, bist du in letzter Zeit an einen interessanten Ort gereist? Eigentlich nicht. Die Arbeit fesselt mich die meiste Zeit. Eigentlich nicht. Die Arbeit fesselt mich die meiste Zeit. Ich verstehe die Emotion. Der Job kann hart sein. Ich verstehe die Emotion. Der Job kann hart sein. Aber wir müssen uns Zeit für uns selbst nehmen, oder? Aber wir müssen uns Zeit für uns selbst nehmen, oder? Wir haben auf jeden Fall eine Pause verdient. Wir haben auf jeden Fall eine Pause verdient. Haben Sie irgendwelche Reisepläne im Kopf? Haben Sie irgendwelche Reisepläne im Kopf? Ich denke darüber nach, bald einen Strandurlaub zu machen. Ich denke darüber nach, bald einen Strandurlaub zu machen. Klingt gut. Ich liebe das Meer.
Klingt gut. Ich liebe das Meer. Das Rauschen der Wellen ist sehr beruhigend. Das Rauschen der Wellen ist sehr beruhigend. Irgendwann sollten wir eine gemeinsame Reise planen. Irgendwann sollten wir eine gemeinsame Reise planen. Das wäre großartig, Michael. Das wäre großartig, Michael. Lass es uns möglich machen, Mary. Lass es uns möglich machen, Mary. Ich bin dabei. Wir müssen den perfekten Ort finden. Ich bin dabei. Wir müssen den perfekten Ort finden. Vielleicht ein Ort mit großartigen Meeresfrüchten. Vielleicht ein Ort mit großartigen Meeresfrüchten. Du kennst mich sehr gut, Michael. Du kennst mich sehr gut, Michael. Sie sind ein Liebhaber von Meeresfrüchten. Sie sind ein Liebhaber von Meeresfrüchten. Schuldig wie behauptet. Haha. Schuldig wie behauptet. Haha. Ich könnte nicht anders sein, Mary. Ich könnte nicht anders sein, Mary. Ein Hoch auf Meeresfrüchte und zukünftige Abenteuer. Ein Hoch auf Meeresfrüchte und zukünftige Abenteuer. Prost, Mary. Auf eine tolle Freundschaft. Prost, Mary. Auf eine tolle Freundschaft. Also, Michael, handelt es sich um ein großes Projekt? Also, Michael, handelt es sich um ein großes Projekt? Wir bringen nächsten Monat ein neues Produkt auf den Markt. Wir bringen nächsten Monat ein neues Produkt auf den Markt. Spannend. Worum geht es hier? Spannend. Worum geht es hier? Es handelt sich um eine Softwarelösung zur Datenanalyse. Es handelt sich um eine Softwarelösung zur Datenanalyse. Einflussreich. Dies ist ein wachsendes Feld. Einflussreich. Dies ist ein wachsendes Feld. Ja. Und das Team arbeitet hart daran. Ja. Und das Team arbeitet hart daran. Ich kann den Druck erahnen, aber du wirst es schaffen. Ich kann den Druck erahnen, aber du wirst es schaffen. Danke, Maria. Ihr Vertrauen bedeutet viel. Danke, Maria. Ihr Vertrauen bedeutet viel. Wir haben viel zusammen durchgemacht, Michael. Wir haben viel zusammen durchgemacht, Michael. Das stimmt. Und wir haben uns immer gegenseitig unterstützt. Das stimmt. Und wir haben uns immer gegenseitig unterstützt. Ein Hoch auf Teamarbeit und Erfolg. Ein Hoch auf Teamarbeit und Erfolg. Prost, Mary. Auf viele weitere Siege. Prost, Mary. Auf viele weitere Siege. Also, Michael. Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Hobbys? Also, Michael, hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Hobbys? Ich betrachtete die Malerei als kreative Möglichkeit. Ich betrachtete die Malerei als kreative Möglichkeit. Das ist toll. Welche Art von Kunst erschaffst du? Das ist toll. Welche Art von Kunst erschaffst du? Im Moment sind es hauptsächlich Landschaften und Zusammenfassungen. Im Moment sind es hauptsächlich Landschaften und Zusammenfassungen. Ich würde deine Arbeit gerne eines Tages sehen, Michael. Ich würde deine Arbeit gerne eines Tages sehen, Michael. Ich zeige Ihnen einige Bilder auf meinem Handy. Ich zeige Ihnen einige Bilder auf meinem Handy. Ich freue mich darauf. Kreativität ist erfrischend. Ich freue mich darauf. Kreativität ist erfrischend. Es ist ein großartiger Stressabbau, Mary. Es ist ein großartiger Stressabbau, Mary. Ich muss auch ein kreatives Hobby finden.
Ich muss auch ein kreatives Hobby finden. Du wirst in allem, was du dir vornimmst, perfekt. Du wirst in allem, was du dir vornimmst, perfekt. Danke für den Vertrauensbeweis, Michael. Danke für den Vertrauensbeweis, Michael. Immer, Mary. Du kannst alles machen. Immer, Mary. Du kannst alles machen. Ein Gruß an die Kreativität und die endlosen Möglichkeiten. Ein Gruß an die Kreativität und die endlosen Möglichkeiten. Prost, Mary. Zu unserem unbegrenzten Potenzial. Prost, Mary. Zu unserem unbegrenzten Potenzial. Also, Michael, gibt es Neuigkeiten über die Familie? Also, Michael, gibt es Neuigkeiten über die Familie? Mein Sohn, Mary, ist gerade erst aufs College gegangen. Mein Sohn, Mary, ist gerade erst aufs College gegangen. Das ist ein sehr wichtiger Meilenstein. Glückwunsch. Das ist ein sehr wichtiger Meilenstein. Glückwunsch. Vielen Dank. Es ist ein stolzer Moment für mich. Vielen Dank. Es ist ein stolzer Moment für mich. Ich kann raten. Die Zeit vergeht wie im Flug, oder? Ich kann raten. Die Zeit vergeht wie im Flug, oder? Ist es wirklich? Schätze jeden Moment. Ist es wirklich? Schätze jeden Moment. Das werde ich, Michael. Familie ist alles. Das werde ich, Michael. Familie ist alles. Auf jeden Fall Maria. Sie sind unser Unterstützungssystem. Auf jeden Fall Maria. Sie sind unser Unterstützungssystem. Ein Hoch auf die Familie und ihre unerschütterliche Liebe. Ein Hoch auf die Familie und ihre unerschütterliche Liebe. Prost, Mary. Die Schildkröte, die niemals kaputt geht. Prost, Mary. Die Schildkröte, die niemals kaputt geht. Also, Michael, gibt es aufregende Bücher, die du gelesen hast? Also, Michael, gibt es aufregende Bücher, die du gelesen hast? Ich habe gerade einen spannenden Thriller beendet. Ich habe gerade einen spannenden Thriller beendet. Möchten Sie den Titel teilen? Ich brauche eine gute Lektüre. Möchten Sie den Titel teilen? Ich brauche eine gute Lektüre. Es heißt, Stiller Zeuge. Sehr empfehlenswert. Es heißt, Stiller Zeuge. Sehr empfehlenswert. Ich werde es meiner Liste hinzufügen. Danke für Ihren Vorschlag. Ich werde es meiner Liste hinzufügen. Danke für Ihren Vorschlag. Sag mir, wie sehr du es liebst, Mary. Sag mir, wie sehr du es liebst, Mary. Das werde ich, Michael. Wir haben ähnliche Geschmäcker. Das werde ich, Michael. Wir haben ähnliche Geschmäcker. Deshalb sind wir so tolle Freunde geworden, Mary. Deshalb sind wir so tolle Freunde geworden, Mary. Ein Hoch auf gute Bücher und gemeinsame Interessen. Ein Hoch auf gute Bücher und gemeinsame Interessen. Prost, Mary. Auf unsere ewige Freundschaft. Prost, Mary. Auf unsere ewige Freundschaft. Also Michael, hast du einen Ruhestandsplan? Also Michael, hast du einen Ruhestandsplan? Nicht bald, Mary. Mir macht die Arbeit immer noch Spaß. Nicht bald, Mary. Mir macht die Arbeit immer noch Spaß. Der Ruhestand ist ein großer Schritt, ein ganz neues Kapitel. Der Ruhestand ist ein großer Schritt, ein ganz neues Kapitel. Ich schätze, ich werde es herausfinden, wenn es soweit ist.
Ich schätze, ich werde es herausfinden, wenn es soweit ist. Sie haben mehr Zeit zum Rätseln. Sie haben mehr Zeit zum Rätseln. Haha, da hast du recht, Mary. Haha, da hast du recht, Mary. Und natürlich unsere Strandurlaube. Und natürlich unsere Strandurlaube. Der Ruhestand klingt verlockend, wenn man es so ausdrückt. Der Ruhestand klingt verlockend, wenn man es so ausdrückt. Das ist der Lohn für jahrelange harte Arbeit, Michael. Das ist der Lohn für jahrelange harte Arbeit, Michael. Ein Hoch auf die Zukunft und die Abenteuer, die sie bereithält. Ein Hoch auf die Zukunft und die Abenteuer, die sie bereithält. Prost, Michael. Um diejenigen zu umarmen, die auf uns zukommen. Prost, Michael. Um diejenigen zu umarmen, die auf uns zukommen. Also, Mary, gibt es aufregende Neuigkeiten für dich? Also, Mary, gibt es aufregende Neuigkeiten für dich? Ich bekomme nächste Woche einen neuen Welpen. Ich bekomme nächste Woche einen neuen Welpen. Das sind tolle Neuigkeiten, Mary. Welche Rasse? Das sind tolle Neuigkeiten, Mary. Welche Rasse? Das ist ein Labrador Retriever. Ich bin so aufgeregt. Das ist ein Labrador Retriever. Ich bin so aufgeregt. Die Arbeiter sind sehr freundlich und loyal. Die Arbeiter sind sehr freundlich und loyal. Ich kann es kaum erwarten, einen pelzigen Freund an meiner Seite zu haben. Ich kann es kaum erwarten, einen pelzigen Freund an meiner Seite zu haben. Es wird eine großartige Bereicherung für ihr Leben sein. Es wird eine großartige Bereicherung für ihr Leben sein. Ein Hoch auf den Neuanfang und die Welpenliebe. Ein Hoch auf den Neuanfang und die Welpenliebe. Prost, Mary. Genießen Sie die Gesellschaft Ihres Haustiers. Prost, Mary. Genießen Sie die Gesellschaft Ihres Haustiers. Also, Michael, stehen auf deiner To-Do-Liste Reiseziele? Also, Michael, stehen auf deiner To-Do-Liste Reiseziele? Ich wollte schon immer Japan besuchen, Mary. Ich wollte schon immer Japan besuchen, Mary. Japan ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Kultur. Japan ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Kultur. Ja, seine Geschichte und Küche faszinieren mich. Ja, seine Geschichte und Küche faszinieren mich. Es steht auch auf meiner Liste. Vielleicht können wir zusammen gehen. Es steht auch auf meiner Liste. Vielleicht können wir zusammen gehen. Das wäre ein unglaubliches Abenteuer, Mary. Das wäre ein unglaubliches Abenteuer, Mary. Groß träumen und die Welt erkunden. Groß träumen und die Welt erkunden. Prost, Mary, damit unsere Reiseträume wahr werden. Prost, Mary, damit unsere Reiseträume wahr werden. Also, Michael, wie läuft dein Golfspiel heutzutage? Also, Michael, wie läuft dein Golfspiel heutzutage? Ich habe eine Weile nicht gespielt, Mary. Es ist ein intensives Programm. Ich habe eine Weile nicht gespielt, Mary. Es ist ein intensives Programm. Golf ist ein sehr entspannender Sport. Golf ist ein sehr entspannender Sport. Um mich zu beruhigen, muss ich zum Thema zurückkehren. Um mich zu beruhigen, muss ich zum Thema zurückkehren. Lass es mich wissen, wenn du es tust, ich werde mit dir mitkommen. Lass es mich wissen, wenn du es tust, ich werde mit dir mitkommen.
Das scheint eine lustige Idee zu sein, Mary. Das scheint eine lustige Idee zu sein, Mary. Auf zukünftige Golfrunden und viel Spaß. Auf zukünftige Golfrunden und viel Spaß. Prost, Mary. Um unseren Schwung zu perfektionieren. Prost, Mary. Um unseren Schwung zu perfektionieren. Also, Michael, hast du einen Rat für eine erfolgreiche Karriere? Also, Michael, hast du einen Rat für eine erfolgreiche Karriere? Bleiben Sie engagiert, arbeiten Sie hart und seien Sie anpassungsfähig. Bleiben Sie engagiert, arbeiten Sie hart und seien Sie anpassungsfähig. Weise Worte, Michael. Du hattest eine großartige Karriere. Weise Worte, Michael. Du hattest eine großartige Karriere. Es geht um ständiges Wachstum, Mary. Es geht um ständiges Wachstum, Mary. Du bist für viele eine Inspiration, auch für mich. Du bist für viele eine Inspiration, auch für mich. Das weiß ich zu schätzen, Mary. Wir alle können unsere Ziele erreichen. Das weiß ich zu schätzen, Mary. Wir alle können unsere Ziele erreichen. Ehre sei deinem Ehrgeiz und deinem Streben nach den Sternen. Ehre sei deinem Ehrgeiz und deinem Streben nach den Sternen. Prost, Mary. Unbegrenzte Möglichkeiten in den Himmel. Prost, Mary. Unbegrenzte Möglichkeiten in den Himmel. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für das Software-Projekt-Treffen? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für das Software-Projekt-Treffen? Ja. Ich habe alle notwendigen Unterlagen vorbereitet. Ja, ich habe alle notwendigen Unterlagen vorbereitet. Großartig. Beginnen wir mit der Überprüfung des Projektzeitplans. Großartig. Beginnen wir mit der Überprüfung des Projektzeitplans. Sicherlich. Wir sind auf dem Weg, die Frist einzuhalten. Sicherlich. Wir sind auf dem Weg, die Frist einzuhalten. Gut zu hören. Gibt es Probleme mit dem Entwicklungsteam? Gut zu hören. Gibt es Probleme mit dem Entwicklungsteam? Nein, sie arbeiten effizient. Die Kommunikation ist nahtlos. Nein, sie arbeiten effizient. Die Kommunikation ist nahtlos. Großartig. Wie sieht es mit dem Budget aus? Haben Sie Bedenken? Großartig. Wie sieht es mit dem Budget aus? Haben Sie Bedenken? Das Budget liegt innerhalb der von uns zu Beginn festgelegten Grenzen. Das Budget liegt innerhalb der von uns zu Beginn festgelegten Grenzen. Perfekt. Lassen Sie uns die bevorstehenden Meilensteine besprechen. Perfekt. Lassen Sie uns die bevorstehenden Meilensteine besprechen. Der nächste Meilenstein ist für nächste Woche geplant. Der nächste Meilenstein ist für nächste Woche geplant. Sind sich alle Teammitglieder ihrer Pflichten bewusst? Sind sich alle Teammitglieder ihrer Pflichten bewusst? Ja. Ich habe die Verantwortlichkeiten klar kommuniziert. Ja, ich habe die Verantwortlichkeiten klar kommuniziert. Gute Arbeit, Mary. Ihre Führung macht den Unterschied. Gute Arbeit, Mary. Ihre Führung macht den Unterschied.
Danke, Michael. Danke für Ihre Unterstützung. Danke, Michael. Danke für Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns nun über mögliche Risiken sprechen. Haben Sie welche identifiziert? Lassen Sie uns nun über mögliche Risiken sprechen. Haben Sie welche identifiziert? Bei der Integration von Drittanbieter-Software besteht ein geringes Risiko. Bei der Integration von Drittanbieter-Software besteht ein geringes Risiko. Lassen Sie uns darauf achten und einen Notfallplan erstellen. Lassen Sie uns darauf achten und einen Notfallplan erstellen. Annahme. Wir sollten auch regelmäßige Fortschrittsbesprechungen einplanen. Annahme. Wir sollten auch regelmäßige Fortschrittsbesprechungen einplanen. Ich dachte dasselbe. Wöchentliche Treffen reichen aus. Ich dachte dasselbe. Wöchentliche Treffen reichen aus. Das funktioniert bei mir. Es stellt sicher, dass alle in Harmonie sind. Das funktioniert bei mir. Es stellt sicher, dass alle in Harmonie sind. Apropos Compliance. Wie ist das Feedback unserer Kunden? Apropos Compliance. Wie ist das Feedback unserer Kunden? Sie sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden. Sie sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden. Das sind gute Nachrichten. Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität. Das sind gute Nachrichten. Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität. Auf jeden Fall, Michael. Unser Ziel ist eine erfolgreiche Projektabwicklung. Auf jeden Fall, Michael. Unser Ziel ist eine erfolgreiche Projektabwicklung. Gibt es noch etwas, über das wir heute sprechen sollten? Gibt es noch etwas, über das wir heute sprechen sollten? Ich denke, wir haben alles abgedeckt, was auf der Tagesordnung stand. Ich denke, wir haben alles abgedeckt, was auf der Tagesordnung stand. Wunderbar. Vielen Dank für dein Engagement, Mary. Wunderbar. Vielen Dank für dein Engagement, Mary. Danke, Michael. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten. Danke, Michael. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten. Definitiv. Lassen Sie uns dieses Projekt zu einem großen Erfolg machen. Definitiv. Lassen Sie uns dieses Projekt zu einem großen Erfolg machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Einen schönen Tag noch. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Einen schönen Tag noch. Du auch, Mary. Bis zu unserem nächsten Treffen. Du auch, Mary. Bis zu unserem nächsten Treffen. Tschüss, Michael. Tschüss, Michael. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, Miriam. Wie geht es dir heute? Hallo, Miriam. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Sind Sie bereit für das Projekttreffen? Ich bin auch gut. Sind Sie bereit für das Projekttreffen? Ja, ich bin es. Haben Sie Ihre Rolle abgeschlossen? Ja, ich bin es. Haben Sie Ihre Rolle abgeschlossen? Fast, ich muss mir nur ein paar Zahlen ansehen. Fast, ich muss mir nur ein paar Zahlen ansehen. Super. Lass uns gemeinsam die Details besprechen. Super. Lass uns gemeinsam die Details besprechen. Klar. Die Daten sind hier. Klar. Die Daten sind hier. Perfekt. Was steht als erster Punkt auf der Tagesordnung? Perfekt. Was steht als erster Punkt auf der Tagesordnung? Wir müssen die Budgetzuweisung besprechen. Wir müssen die Budgetzuweisung besprechen. Okay.
Ich habe einige Vorschläge dazu. Okay. Ich habe einige Vorschläge dazu. Gut zu hören. Lassen Sie uns Ihre Ideen hören. Gut zu hören. Lassen Sie uns Ihre Ideen hören. Erstens müssen wir mehr Ressourcen für das Marketing bereitstellen. Erstens müssen wir mehr Ressourcen für das Marketing bereitstellen. Ich stimme zu. Das ist wichtig für unsere Werbung. Ich stimme zu. Das ist wichtig für unsere Werbung. Wir sollten auch darüber nachdenken, die Reisekosten zu senken. Wir sollten auch darüber nachdenken, die Reisekosten zu senken. Das macht Sinn. Wir können mehr Online-Meetings abhalten. Das macht Sinn. Wir können mehr Online-Meetings abhalten. Definitiv. Es ist kostengünstiger. Definitiv. Es ist kostengünstiger. Was ist der nächste Punkt auf der Liste? Was ist der nächste Punkt auf der Liste? Wir müssen Fristen für Aufgaben festlegen. Wir müssen Fristen für Aufgaben festlegen. Natürlich wollen wir nicht hinter dem Zeitplan zurückbleiben. Natürlich wollen wir nicht hinter dem Zeitplan zurückbleiben. Unser Ziel ist es, die Forschung bis zum nächsten Monat abzuschließen. Unser Ziel ist es, die Forschung bis zum nächsten Monat abzuschließen. Klingt vernünftig. Ich werde die Zeitleiste aktualisieren. Klingt vernünftig. Ich werde die Zeitleiste aktualisieren. Danke, Michael. Du machst einen guten Job. Danke, Michael. Du machst einen guten Job. Danke, Maria. Teamwork ist sehr wichtig für den Erfolg. Danke, Maria. Teamwork ist sehr wichtig für den Erfolg. Definitiv. Wir sind ein tolles Team. Definitiv. Wir sind ein tolles Team. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie läuft alles? Hallo, Mary. Wie läuft alles? Hallo, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Hallo, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Lass uns etwas trinken, ja? Ich bin auch gut. Lass uns etwas trinken, ja? Klar. Das hört sich toll an. Was ist deine Wahl? Klar. Das hört sich toll an. Was ist deine Wahl? Ich werde ein Bier trinken. In Ordnung und du? Ich werde ein Bier trinken. In Ordnung und du? Lass mich bitte ein Glas Wein trinken. Lass mich bitte ein Glas Wein trinken. Barkeeper, bitte ein Bier und ein Glas Wein. Barkeeper, bitte ein Bier und ein Glas Wein. Also, Michael, wie läuft es heutzutage? Also, Michael, wie läuft es heutzutage? Die Dinge waren wie immer beschäftigt. In Ordnung und du? Die Dinge waren wie immer beschäftigt. In Ordnung und du? Auch für mich war es intensiv. Lange Stunden. Auch für mich war es intensiv. Lange Stunden. Ich kenne dieses Gefühl. Ein Hoch auf die harte Arbeit. Ich kenne dieses Gefühl. Ein Hoch auf die harte Arbeit. Prost! Habt ihr also spannende Pläne für das Wochenende? Prost! Habt ihr also spannende Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Nur eine kleine Erleichterung. Du? Nicht wirklich. Nur eine kleine Erleichterung. Du? Ich denke darüber nach, am Sonntag spazieren zu gehen. Ich denke darüber nach, am Sonntag spazieren zu gehen. Es ist großartig. Wo gehst du hin? Es ist großartig. Wo gehst du hin? Ich werde wahrscheinlich in die nahegelegenen Berge gehen. Ich werde wahrscheinlich in die nahegelegenen Berge gehen.
Ich liebe auch die freie Luft. Bist du schon mal dort gewesen? Ich liebe auch die freie Luft. Bist du schon mal dort gewesen? Ja, mehrmals. Das ist gut. Ja, mehrmals. Das ist gut. Irgendwann muss ich mal nachschauen. Was machst du zum Spaß? Irgendwann muss ich mal nachschauen. Was machst du zum Spaß? Ich liebe es zu lesen und zu kochen. In Ordnung und du? Ich liebe es zu lesen und zu kochen. In Ordnung und du? Ich spiele gerne Golf und schaue gerne Sport. Ich spiele gerne Golf und schaue gerne Sport. Golf klingt interessant. Das habe ich nie versucht. Golf klingt interessant. Das habe ich nie versucht. Du solltest ihm eine Chance geben. Entspannend. Du solltest ihm eine Chance geben. Entspannend. Vielleicht werde ich. Übrigens, wie geht es deiner Familie? Vielleicht werde ich. Übrigens, wie geht es deiner Familie? Gut, danke fürs Fragen. Ist es deins? Gut, danke fürs Fragen. Ist es deins? Meiner ist auch großartig. Alle sind gesund. Meiner ist auch großartig. Alle sind gesund. Das ist schön zu hören. Wir sind glücklich. Das ist schön zu hören. Wir sind glücklich. Definitiv. Das Leben ist voller Segen. Definitiv. Das Leben ist voller Segen. Sehr richtig. Welche ist Ihre Lieblingsküche? Sehr richtig. Welche ist Ihre Lieblingsküche? Ich bin ein Fan von italienischem Essen. Du? Ich bin ein Fan von italienischem Essen. Du? Mexikanische Küche ist meine erste Wahl. Mexikanische Küche ist meine erste Wahl. Mexikanisches Essen kann wirklich lecker sein. Mexikanisches Essen kann wirklich lecker sein. Eigentlich. Reisen Sie oft? Eigentlich. Reisen Sie oft? Ich versuche einmal im Jahr zu reisen. Du? Ich versuche einmal im Jahr zu reisen. Du? Ich bin beruflich unterwegs, also ziemlich oft. Ich bin beruflich unterwegs, also ziemlich oft. Neue Orte zu erkunden muss aufregend sein. Neue Orte zu erkunden muss aufregend sein. Es gibt einige Momente, aber es ist ermüdend. Es gibt einige Momente, aber es ist ermüdend. Ich kann raten. Hier sind unsere Getränke. Prost. Ich kann raten. Hier sind unsere Getränke. Prost. Prost, Mary. Für eine gute Freundschaft und Unterhaltung. Prost, Mary. Für eine gute Freundschaft und Unterhaltung. Auf jeden Fall, Michael. Es ist immer ein Vergnügen. Auf jeden Fall, Michael. Es ist immer ein Vergnügen. Ebenso, Maria. Genießen Sie Ihren Wein. Ebenso, Maria. Genießen Sie Ihren Wein. Du auch, Michael. Lasst uns das öfter machen. Du auch, Michael. Lasst uns das öfter machen. Annahme. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Annahme. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Du auch, Michael. Gute Nacht. Du auch, Michael. Gute Nacht. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hey Mary, es ist so aufregend, an diesem amerikanischen Flughafen zu sein, nicht wahr? Hey Mary, es ist so aufregend, an diesem amerikanischen Flughafen zu sein, nicht wahr? Auf jeden Fall, Michael. Ich wollte schon immer die Vereinigten Staaten besuchen. Auf jeden Fall, Michael. Ich wollte schon immer die Vereinigten Staaten besuchen. Ich auch. Na, waren Sie schon einmal in den USA? Ich auch. Na,
Waren Sie schon einmal in den USA? Nein. Das ist mein erstes Mal. In Ordnung, und du? Nein. Das ist mein erstes Mal. In Ordnung, und du? Dies ist mein zweiter Besuch. Ich war vor ein paar Jahren hier. Dies ist mein zweiter Besuch. Ich war vor ein paar Jahren hier. Cool. Haben Sie einen Rat für Erstbesucher wie mich? Cool. Haben Sie einen Rat für Erstbesucher wie mich? Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Reisepass und Ihr Visum bereithalten. Der Migrationsprozess kann einige Zeit dauern. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Reisepass und Ihr Visum bereithalten. Der Migrationsprozess kann einige Zeit dauern. Danke, dass du es mir gesagt hast. Wie war Ihr erstes Erlebnis? Danke, dass du es mir gesagt hast. Wie war Ihr erstes Erlebnis? Es war großartig, aber ich habe mich am Flughafen etwas verlaufen. Sehr groß. Es war großartig, aber ich habe mich am Flughafen etwas verlaufen. Sehr groß. Ja, zu groß. Ich hoffe, wir verirren uns nicht. Ja, zu groß. Ich hoffe, wir verirren uns nicht. Keine Sorge. Ich habe eine Karte. Schauen wir es uns an. Keine Sorge. Ich habe eine Karte. Schauen wir es uns an. Danke, Michael. Was sind Ihre Pläne, hier zu bleiben? Danke, Michael. Was sind Ihre Pläne, hier zu bleiben? Ich werde ein paar Freunde besuchen und etwas Sightseeing machen. In Ordnung, und du? Ich werde ein paar Freunde besuchen und etwas Sightseeing machen. In Ordnung, und du? Ich werde eine Woche lang an einer Konferenz teilnehmen und dann ein bisschen reisen. Ich werde eine Woche lang an einer Konferenz teilnehmen und dann ein bisschen reisen. Hört sich nach Spaß an. Haben Sie einen Anschlussflug? Hört sich nach Spaß an. Haben Sie einen Anschlussflug? Ja. Ich habe vor meinem endgültigen Ziel einen Zwischenstopp in Chicago eingelegt. Ja, ich habe vor meinem endgültigen Ziel einen Zwischenstopp in Chicago eingelegt. Oh, Chicago ist eine tolle Stadt. Ich war dort. Genieße deinen Aufenthalt. Oh, Chicago ist eine tolle Stadt. Ich war dort. Genieße deinen Aufenthalt. Danke, Michael. Ich werde versuchen, während meines Aufenthalts die Stadt ein wenig zu erkunden. Danke, Michael. Ich werde versuchen, während meines Aufenthalts die Stadt ein wenig zu erkunden. Das hört sich gut an. Amerikanische Flughäfen verfügen oft über interessante Annehmlichkeiten. Das hört sich gut an. Amerikanische Flughäfen verfügen oft über interessante Annehmlichkeiten. Apropos Möglichkeiten. Ich bin am Verhungern. Lass uns etwas zu essen holen. Apropos Möglichkeiten. Ich bin am Verhungern. Lass uns etwas zu essen holen. Klar, lass uns ein Restaurant finden. Amerikanische Flughäfen bieten eine Vielzahl an gastronomischen Angeboten. Klar, lass uns ein Restaurant finden. Amerikanische Flughäfen bieten eine Vielzahl an gastronomischen Angeboten. Ich habe gehört, dass es hier tolle Burger gibt. Lass es uns versuchen. Ich habe gehört, dass es hier tolle Burger gibt. Lass es uns versuchen. Hört sich lecker an. Ich kann auch einen Hamburger essen. Hört sich lecker an. Ich kann auch einen Hamburger essen. Großartig. Na, hast du schon Geld getauscht? Großartig. Na, hast du schon Geld getauscht? Ja, das habe ich in der Wechselstube neben dem Ankunftsgate gemacht.
Ja, das habe ich in der Wechselstube neben dem Ankunftsgate gemacht. Danke, dass du mich erinnert hast, ich mache das nach dem Abendessen. Danke, dass du mich erinnert hast, ich mache das nach dem Abendessen. Kein Problem. Haben Sie Fragen zu Ihrem Aufenthalt in den USA? Kein Problem. Haben Sie Fragen zu Ihrem Aufenthalt in den USA? Eigentlich bin ich mir beim Stadtverkehr nicht so sicher. Wie kommen wir von hier aus in die Stadt? Eigentlich bin ich mir beim Stadtverkehr nicht so sicher. Wie kommen wir von hier aus in die Stadt? Es soll Shuttlebusse oder Bahnverbindungen geben. Ich werde den Flughafenplan überprüfen. Es soll Shuttlebusse oder Bahnverbindungen geben. Ich werde den Flughafenplan überprüfen. Danke, Michael. Du bist ein Lebensretter. Danke, Michael. Du bist ein Lebensretter. Es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Lasst uns essen und dann unseren Transport organisieren. Es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Lasst uns essen und dann unseren Transport organisieren. Annahme. Ich freue mich so sehr auf dieses amerikanische Abenteuer. Annahme. Ich freue mich so sehr auf dieses amerikanische Abenteuer. Ich auch, Mary. Es wird eine unvergessliche Reise sein. Ich auch, Mary. Es wird eine unvergessliche Reise sein. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals die Simpsons gesehen? Hey Mary, hast du jemals die Simpsons gesehen? Definitiv. Ist das nicht eine klassische Zeichentrickserie? Definitiv. Ist das nicht eine klassische Zeichentrickserie? Eigentlich. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Es ist ein echtes kulturelles Phänomen. Eigentlich. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Es ist ein echtes kulturelles Phänomen. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gesehen habe. Es gibt so viele unvergessliche Charaktere. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gesehen habe. Es gibt so viele unvergessliche Charaktere. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie. Sie sind alle ikonisch. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie. Sie sind alle ikonisch. Und vergessen Sie nicht die Nebendarsteller. Mr. Burns, Ned Flanders, Apu. Und vergessen Sie nicht die Nebendarsteller. Mr. Burns, Ned Flanders, Apu. Die Liste geht weiter und weiter. Jeder Charakter bringt etwas Einzigartiges mit. Die Liste geht weiter und weiter. Jeder Charakter bringt etwas Einzigartiges mit. Das ist wahr. Und der Humor ist satirisch, aber dennoch nachvollziehbar. Das ist wahr. Und der Humor ist satirisch, aber dennoch nachvollziehbar. Es gelingt ihm, viele Aspekte des amerikanischen Lebens zu übertreiben. Es gelingt ihm, viele Aspekte des amerikanischen Lebens zu übertreiben. Und es geht nicht nur um Humor. Er hat auch ein Herz. Und es geht nicht nur um Humor. Er hat auch ein Herz. Die Familiendynamik und ihre Liebe zueinander sind sehr berührend. Die Familiendynamik und ihre Liebe zueinander sind sehr berührend. Definitiv. Es verleiht der Show mehr Tiefe und macht sie zu mehr als nur einem Witz. Definitiv. Es verleiht der Show mehr Tiefe und macht sie zu mehr als nur einem Witz. Die Stadt Springfield ist mit ihren Kuriositäten wie eine Figur für sich. Die Stadt Springfield ist mit ihren Kuriositäten wie eine Figur für sich.
und kulturelle Bezüge. Sie sind sehr geschickt gestrickt. Und kulturelle Bezüge. Sie sind sehr geschickt gestrickt. Eine Show, die alle Generationen anspricht. Unzeitgemäß. Eine Show, die alle Generationen anspricht. Unzeitgemäß. Und die Kapitel decken ein breites Themenspektrum ab. Und die Kapitel decken ein breites Themenspektrum ab. Soziale Themen, Politik, Populärkultur. Sie kümmern sich um alle. Soziale Themen, Politik, Populärkultur. Sie kümmern sich um alle. Es ist beeindruckend, wie sie es schaffen, auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist beeindruckend, wie sie es schaffen, auf dem Laufenden zu bleiben. Der Text ist scharf, die Satire ist scharf, alles ist scharf. Der Text ist scharf, die Satire ist scharf, alles ist scharf. Und die Stimme. Sie erwecken die Charaktere wunderbar zum Leben. Und die Stimme. Sie erwecken die Charaktere wunderbar zum Leben. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand anderes diese Charaktere zum Ausdruck bringt. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand anderes diese Charaktere zum Ausdruck bringt. Die Show beeinflusste auch eine ganze Generation von Komikern. Die Show beeinflusste auch eine ganze Generation von Komikern. Er hat definitiv seine Spuren in der Comedy-Welt hinterlassen. Er hat definitiv seine Spuren in der Comedy-Welt hinterlassen. Ich habe gehört, dass sie sogar einige reale Ereignisse vorhersagen. Ich habe gehört, dass sie sogar einige reale Ereignisse vorhersagen. Ja, es ist fast beängstigend, dass einiges davon passiert. Ja, es ist fast beängstigend, dass einiges davon passiert. Die Simpsons sind zu einem kulturellen Prüfstein geworden. Die Simpsons sind zu einem kulturellen Prüfstein geworden. Und das ist nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Und das ist nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Es wurde in so viele Sprachen synchronisiert, dass es unglaublich ist. Es wurde in so viele Sprachen synchronisiert, dass es unglaublich ist. Der Einfluss der Show auf die Populärkultur ist unermesslich. Der Einfluss der Show auf die Populärkultur ist unermesslich. Ich kann mir eine Welt ohne die Simpsons nicht vorstellen. Ich kann mir eine Welt ohne die Simpsons nicht vorstellen. Es ist Teil unseres gemeinsamen kulturellen Erbes geworden. Es ist Teil unseres gemeinsamen kulturellen Erbes geworden. Eine Show, die noch Generationen in Erinnerung bleiben wird. Eine Show, die noch Generationen in Erinnerung bleiben wird. Tatsächlich, Maria, er hat die Fernsehgeschichte unauslöschlich geprägt. Tatsächlich, Maria. Er hat die Fernsehgeschichte unauslöschlich geprägt. Und es brachte Millionen so viel Lachen und Freude. Und es brachte Millionen so viel Lachen und Freude. Es lebe die Simpsons. Es lebe die Simpsons. Hört, hört. Zu den Simpsons. Hört, hört. Zu den Simpsons. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie vielfältig die USA sind? Hey Mary, hast du jemals darüber nachgedacht, wie vielfältig die USA sind? Auf jeden Fall, Michael. Ist es nicht ein Ort, an dem Kulturen verschmelzen? Auf jeden Fall, Michael. Ist es nicht ein Ort, an dem Kulturen verschmelzen? Ja.
Mit Menschen aus aller Welt. Ja, mit Menschen aus aller Welt. Und diese Vielfalt spiegelt sich in vielen Aspekten des amerikanischen Lebens wider. Und diese Vielfalt spiegelt sich in vielen Aspekten des amerikanischen Lebens wider. Das ist richtig, vom Essen über Musik bis hin zu Traditionen. Das ist richtig, vom Essen über Musik bis hin zu Traditionen. Sogar die Sprache hat viele Akzente und Dialekte. Sogar die Sprache hat viele Akzente und Dialekte. Es sieht zwar aus wie eine sprachliche Textur. Es sieht zwar aus wie eine sprachliche Textur. Und die Aussicht. Es gibt Wüsten, Berge und Küsten. Und die Aussicht. Es gibt Wüsten, Berge und Küsten. Ganz zu schweigen von den Städten, jede mit ihrer ganz eigenen Atmosphäre. Ganz zu schweigen von den Städten, jede mit ihrer ganz eigenen Atmosphäre. New York mit seinem Trubel und Los Angeles mit seiner Unterhaltungsindustrie. New York mit seinem Trubel und Los Angeles mit seiner Unterhaltungsindustrie. Und dann ist da noch das Zentrum mit seinen Freiflächen und freundlichen Gemeinschaften. Und dann ist da noch das Zentrum mit seinen Freiflächen und freundlichen Gemeinschaften. Es ist erstaunlich, wie riesig die Vereinigten Staaten sein können und doch so vernetzt. Es ist erstaunlich, wie riesig die Vereinigten Staaten sein können und doch so vernetzt. Und vergessen wir nicht die Geschichte. Und vergessen wir nicht die Geschichte. Absolut. Vom Unabhängigkeitskrieg bis zur Bürgerrechtsbewegung. Absolut. Vom Unabhängigkeitskrieg bis zur Bürgerrechtsbewegung. Die Vereinigten Staaten haben so viele Veränderungen und Fortschritte erlebt. Die Vereinigten Staaten haben so viele Veränderungen und Fortschritte erlebt. Und es gibt noch viel Raum zum Wachsen. Und es gibt noch viel Raum zum Wachsen. Das ist richtig. Dies ist ein sich ständig weiterentwickelndes Land. Das ist richtig. Dies ist ein sich ständig weiterentwickelndes Land. Und es gibt nicht nur große Städte, es gibt auch jede Menge Naturschönheiten. Und es gibt nicht nur große Städte, es gibt auch jede Menge Naturschönheiten. Nationalparks wie Yellowstone und der Grand Canyon sind atemberaubend. Nationalparks wie Yellowstone und der Grand Canyon sind atemberaubend. Und kulturelle Wahrzeichen wie die Smithsonian Museen. Und kulturelle Wahrzeichen wie die Smithsonian Museen. Ein Ort, an dem man viel über die Welt lernen kann. Ein Ort, an dem man viel über die Welt lernen kann. Und die Food-Szene ist unglaublich. Und die Food-Szene ist unglaublich. Es ist möglich, Gerichte aus allen Teilen der Welt zu finden. Es ist möglich, Gerichte aus allen Teilen der Welt zu finden. Von Tacos über Sushi bis hin zu Pizza ist alles hier. Von Tacos über Sushi bis hin zu Pizza ist alles hier. Und vergessen wir nicht die Musik. Und vergessen wir nicht die Musik. Jazz, Blues, Hip-Hop, Rock. Die USA haben all das. Jazz, Blues, Hip-Hop, Rock. Die USA haben all das. Er hatte großen Einfluss auf die globale Musik. Er hatte großen Einfluss auf die globale Musik. Und die Leute sind sehr freundlich und einladend. Und die Leute sind sehr freundlich und einladend. Das stimmt, hier herrscht Gastfreundschaft. Das stimmt, hier herrscht Gastfreundschaft. Und auch Innovationsgeist.
und auch Innovationsgeist. Das Silicon Valley ist der Beweis dafür. Die USA sind das Zentrum für Technologie und Innovation. Aber es gibt noch viel zu tun. Es stimmt, das Land steht vor Herausforderungen. Aber es gibt Ausdauer und Entschlossenheit, sie zu überwinden. Das ist sicherlich der amerikanische Geist. Ein Land, das viel durchgemacht hat, aber dennoch weiter voranschreitet. Und ich glaube, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Ich teile deinen Optimismus, Mary. Es ist schwer, angesichts eines Landes mit so viel Potenzial nicht optimistisch zu sein. Du hast recht. Die USA sind ein Ort endloser Möglichkeiten. Und ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Ebenso Maria. Es ist ein Privileg, dieses Land meine Heimat nennen zu dürfen. Neues Gespräch. Hallo, wie geht es dir heute? Hallo, mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich bin heute zur Schule gegangen. Wirklich? In welcher Klasse bist du? Ich bin in der 9. Klasse. Wir hatten heute Matheunterricht. Magst du den Matheunterricht? Ja, ich liebe Mathe. Aber unser Lehrer ist etwas schwierig. Ich verstehe, ich habe auch angefangen, zur Highschool zu gehen. Welche Kurse nimmst du? Ich nehme Unterricht in Englisch, Geschichte, Biologie und Musik. Musikunterricht soll interessant sein. Ich spiele Gitarre. Tut mir leid. Ich kann nicht spielen. Ich mag auch Malkurse. Normalerweise zeichne ich Naturlandschaften und Porträts.
Normalerweise zeichne ich Naturlandschaften und Porträts. Großartig. Vielleicht kannst du mir eines Tages ein Bild von dir zeigen. Großartig. Vielleicht kannst du mir eines Tages ein Bild von dir zeigen. Klar, ich zeige es dir gerne. Jetzt müssen wir uns wieder unserem Unterricht widmen. Klar, ich zeige es dir gerne. Jetzt müssen wir uns wieder unserem Unterricht widmen. Du hast recht, lass uns unseren Unterricht fortsetzen. Einen schönen Tag noch. Du hast recht, lass uns unseren Unterricht fortsetzen. Einen schönen Tag noch. Guten Tag und viel Glück. Guten Tag und viel Glück. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, wie läuft es mit den Kindern? Hey Mary, wie läuft es mit den Kindern? Hallo Michael. Es geht Ihnen gut. Danke der Nachfrage. Sie waren in letzter Zeit ziemlich beschäftigt mit Ihren Hausaufgaben. Hallo Michael. Es geht Ihnen gut. Danke der Nachfrage. Sie waren in letzter Zeit ziemlich beschäftigt mit Ihren Hausaufgaben. Gut zu hören. Wie bewältigen Sie Ihre Arbeitsbelastung? Gut zu hören. Wie bewältigen Sie Ihre Arbeitsbelastung? Sie geben Ihr Bestes, aber manchmal wird es zu viel. Sie jonglieren mit verschiedenen Fächern und außerschulischen Aktivitäten. Sie geben Ihr Bestes, aber manchmal wird es zu viel. Sie jonglieren mit verschiedenen Fächern und außerschulischen Aktivitäten. Ich kann raten. Es ist wichtig, eine Balance zu finden. Finden Sie bestimmte Themen herausfordernd? Ich kann raten. Es ist wichtig, eine Balance zu finden. Finden Sie bestimmte Themen herausfordernd? Mathe scheint für Sie etwas herausfordernd zu sein. Sie wollten zusätzliche Hilfe. Mathe scheint für Sie etwas herausfordernd zu sein. Sie wollten zusätzliche Hilfe. Ich kann dabei helfen. Ich kann ziemlich gut mit Zahlen umgehen. Lassen Sie mich wissen, wann Sie verfügbar sind, damit wir ein Studientreffen vereinbaren können. Ich kann dabei helfen. Ich kann ziemlich gut mit Zahlen umgehen. Lassen Sie mich wissen, wann Sie verfügbar sind, damit wir ein Studientreffen vereinbaren können. Das wäre großartig, Michael. Sie wissen es wirklich zu schätzen. Das wäre großartig, Michael. Sie wissen es wirklich zu schätzen. Ich bin froh, dass ich geholfen habe. Wie sieht es mit anderen Fächern aus? Sind Sie in gutem Zustand? Ich bin froh, dass ich geholfen habe. Wie sieht es mit anderen Fächern aus? Sind Sie in gutem Zustand? Ja, Sie schneiden im Englisch- und Naturwissenschaftsunterricht recht gut ab. Letzteres interessiert Sie sehr. Ja, Sie schneiden im Englisch- und Naturwissenschaftsunterricht recht gut ab. Letzteres interessiert Sie sehr. Das sind gute Nachrichten. Fördern Sie dieses Interesse und es könnten sich in der Zukunft einige spannende Möglichkeiten ergeben. Das sind gute Nachrichten. Fördern Sie dieses Interesse und es könnten sich in der Zukunft einige spannende Möglichkeiten ergeben. Ich versuche auf jeden Fall, Sie über den Lehrplan hinaus mit verschiedenen Aspekten der Naturwissenschaften vertraut zu machen. Ich versuche auf jeden Fall, Sie über den Lehrplan hinaus mit verschiedenen Aspekten der Naturwissenschaften vertraut zu machen. Das ist ein kluger Ansatz. Es wird Ihnen helfen, ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Das ist ein kluger Ansatz. Es wird Ihnen helfen, ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Ich hoffe, es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich.
Ich hoffe, es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Ich bin mir sicher, dass es so ist. Übrigens, wie verwalten Sie Ihre Zeit? Ich bin mir sicher, dass es so ist. Übrigens, wie verwalten Sie Ihre Zeit? Sie werden immer besser, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen. Wir arbeiten an einem Programm, das Ihnen helfen soll, organisiert zu bleiben. Sie werden immer besser, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen. Wir arbeiten an einem Programm, das Ihnen helfen soll, organisiert zu bleiben. Dies ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Es wird Ihnen in Zukunft gute Dienste leisten. Dies ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Es wird Ihnen in Zukunft gute Dienste leisten. Das hoffe ich auch. Wie läuft das Studium Ihrer Tochter? Das hoffe ich auch. Wie läuft das Studium Ihrer Tochter? Er ist in einem guten Zustand. Er macht seine Hausaufgaben, hat aber einige Schwierigkeiten mit der Geschichte. Er ist in einem guten Zustand. Er macht seine Hausaufgaben, hat aber einige Schwierigkeiten mit der Geschichte. Vielleicht können wir eine Kleingruppensitzung mit den Kindern vereinbaren. Manchmal kann ein Perspektivwechsel sehr hilfreich sein. Vielleicht können wir eine Kleingruppensitzung mit den Kindern vereinbaren. Manchmal kann ein Perspektivwechsel sehr hilfreich sein. Es scheint eine großartige Idee zu sein. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Es scheint eine großartige Idee zu sein. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Definitiv. Es wird auch eine schöne Möglichkeit für Sie sein, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Definitiv. Es wird auch eine schöne Möglichkeit für Sie sein, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass Sie es zu schätzen wissen. Teamarbeit kann einen großen Unterschied machen. Ich bin mir sicher, dass Sie es zu schätzen wissen. Teamarbeit kann einen großen Unterschied machen. Definitiv. Dabei geht es nicht nur um die individuelle Leistung, sondern auch darum, zu lernen, wie man zusammenarbeitet. Definitiv. Dabei geht es nicht nur um die individuelle Leistung, sondern auch darum, zu lernen, wie man zusammenarbeitet. Du liegst absolut richtig. Das ist eine wertvolle Lebenskompetenz. Du liegst absolut richtig. Das ist eine wertvolle Lebenskompetenz. Sehr richtig. Wie geht es Ihrem Sohn in Sachen Sport? Sehr richtig. Wie geht es Ihrem Sohn in Sachen Sport? Es erfordert viel Aufwand. Es kann schwierig sein, dies mit den Schularbeiten in Einklang zu bringen. Aber sie kommt zurecht. Es erfordert viel Aufwand. Es kann schwierig sein, dies mit den Schularbeiten in Einklang zu bringen. Aber sie kommt zurecht. Es ist großartig. Wie engagiert er ist durch den Sport, kann er wichtige Lektionen über Disziplin und Teamarbeit lernen. Es ist großartig. Wie engagiert er ist durch den Sport, kann er wichtige Lektionen über Disziplin und Teamarbeit lernen. Definitiv. Dies ist eine großartige Möglichkeit für ihn, sich sowohl körperlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Definitiv. Dies ist eine großartige Möglichkeit für ihn, sich sowohl körperlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich zu hören, dass es Ihnen gefallen hat. Was ist mit deinem Jüngsten? Ich freue mich zu hören, dass es Ihnen gefallen hat. Was ist mit deinem Jüngsten? Die Arbeitsbelastung ist geringer.
da er noch in der Grundschule ist, aber er war ziemlich aufgeregt über seine Pflichten. Die Arbeitsbelastung ist geringer. Da er noch in der Grundschule ist, aber er war ziemlich aufgeregt über seine Pflichten. Das ist toll. Für ihn ist es eine sehr wichtige Zeit, seine Liebe zum Lernen zu entwickeln. Das ist toll. Für ihn ist es eine sehr wichtige Zeit, seine Liebe zum Lernen zu entwickeln. Ich stimme zu. Ich versuche, es für ihn so interessant und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Ich stimme zu. Ich versuche, es für ihn so interessant und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Dies ist der richtige Weg. Wenn Sie diese Neugier frühzeitig wecken, können Sie eine solide Grundlage schaffen. Dies ist der richtige Weg. Wenn Sie diese Neugier frühzeitig wecken, können Sie eine solide Grundlage schaffen. Ich glaube schon. Es geht darum, die Liebe zum lebenslangen Lernen zu fördern. Ich glaube schon. Es geht darum, die Liebe zum lebenslangen Lernen zu fördern. Gut gesagt, Michael. Wir tun beide das Beste für unsere Kinder und das ist das Wichtigste. Gut gesagt, Michael. Wir tun beide das Beste für unsere Kinder und das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall, Maria. Sie haben das Glück, Eltern zu haben, die so viel in ihre Bildung und Entwicklung investieren. Auf jeden Fall, Maria. Sie haben das Glück, Eltern zu haben, die so viel in ihre Bildung und Entwicklung investieren. Ebenso bei Michael. Wir stecken alle zusammen da und unterstützen die Kinder des anderen. Ebenso bei Michael. Wir stecken alle zusammen da und unterstützen die Kinder des anderen. Das ist es, was die Seele ist. Wir bauen die Zukunft auf, indem wir eine Lektion nach der anderen lernen. Das ist es, was die Seele ist. Wir bauen die Zukunft auf, indem wir eine Lektion nach der anderen lernen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mary, hast du etwas Zeit? Ich muss mit dir über etwas reden. Mary, hast du etwas Zeit? Ich muss mit dir über etwas reden. Natürlich, Michael. Was hast du im Kopf? Natürlich, Michael. Was hast du im Kopf? Mary, kannst du mir bei diesem Bericht helfen? Ich stecke ein wenig fest. Mary, kannst du mir bei diesem Bericht helfen? Ich stecke ein wenig fest. Selbstverständlich stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wobei benötigen Sie Hilfe? Selbstverständlich stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wobei benötigen Sie Hilfe? Michael, das Treffen ist für 14 Uhr geplant. Vergiss es nicht. Michael, das Treffen ist für 14 Uhr geplant. Vergiss es nicht. Danke für die Erinnerung, Mary. Ich werde dafür sorgen, dass ich pünktlich da bin. Danke für die Erinnerung, Mary. Ich werde dafür sorgen, dass ich pünktlich da bin. Mary, ich habe gehört, dass du nächste Woche in den Urlaub fährst. Wo gehst du hin? Mary, ich habe gehört, dass du nächste Woche in den Urlaub fährst. Wo gehst du hin? Ja, ich fahre zur Entspannung nach Hawaii. Ich kann es kaum erwarten. Ja, ich fahre zur Entspannung nach Hawaii. Ich kann es kaum erwarten. Michael, würdest du mir bitte den Hefter geben? Michael, würdest du mir bitte den Hefter geben?
Natürlich bist du. Natürlich bist du. Mary, hast du deine Präsentation im Kundengespräch beendet? Mary, hast du deine Präsentation im Kundengespräch beendet? Ja, ich habe es gerade fertiggestellt. Ich werde es Ihnen zur Überprüfung zusenden. Ja, ich habe es gerade fertiggestellt. Ich werde es Ihnen zur Überprüfung zusenden. Michael, hast du den neuen Projektvorschlag auf deinem Schreibtisch gesehen? Michael, hast du den neuen Projektvorschlag auf deinem Schreibtisch gesehen? Noch nicht. Ich werde gleich einen Blick darauf werfen. Noch nicht. Ich werde gleich einen Blick darauf werfen. Mary, haben Sie Vorschläge zur Steigerung der Produktivität unseres Teams? Mary, haben Sie Vorschläge zur Steigerung der Produktivität unseres Teams? Ja, ich denke, es könnte nützlich sein, ein neues Zeitmanagement-Tool zu implementieren. Ja, ich denke, es könnte nützlich sein, ein neues Zeitmanagement-Tool zu implementieren. Michael, lass uns in unserer Pause einen Kaffee trinken und das bevorstehende Projekt besprechen. Michael, lass uns in unserer Pause einen Kaffee trinken und das bevorstehende Projekt besprechen. Sieht nach einem Plan aus, Mary. Wir treffen uns im Pausenraum. Sieht nach einem Plan aus, Mary. Wir treffen uns im Pausenraum. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie war dein Tag? Hallo Mary. Wie war dein Tag? Hallo John. Es war ein ziemlich guter Tag. In Ordnung und du? Hallo John. Es war ein ziemlich guter Tag. In Ordnung und du? Okay. Es war ein wenig beschäftigt. Wie läuft das Studium? Okay. Es war ein wenig beschäftigt. Wie läuft das Studium? Sie machen es gut. Ich hatte heute meine Wirtschaftsprüfung. Aber ich denke, sie ist ganz gut gelaufen. Was ist mit dir? Sie machen es gut. Ich hatte heute meine Wirtschaftsprüfung. Aber ich denke, sie ist ganz gut gelaufen. Was ist mit dir? Ich hatte eine Präsentation in meinem Marketingkurs. Es war nervenaufreibend. Ich hatte eine Präsentation in meinem Marketingkurs. Es war nervenaufreibend. Oh, ich bin mir sicher, dass du einen tollen Job gemacht hast. Im Marketing gelingt ihnen immer etwas. Oh, ich bin mir sicher, dass du einen tollen Job gemacht hast. Im Marketing gelingt ihnen immer etwas. Danke, Sarah. Das bedeutet viel. Wie geht es Ihrer Wirtschaft? Hast du Spaß? Danke, Sarah. Das bedeutet viel. Wie geht es Ihrer Wirtschaft? Hast du Spaß? Ja, das tue ich. Besonders der Teil über Markt- und Verbraucherverhalten. Und wissen Sie, es ist wirklich wichtig, diese Konzepte in der heutigen Welt zu verstehen. Ja, das tue ich. Besonders der Teil über Markt- und Verbraucherverhalten. Und wissen Sie, es ist wirklich wichtig, diese Konzepte in der heutigen Welt zu verstehen. Sie haben recht. Das Verständnis der Wirtschaftswissenschaften ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Sie haben recht. Das Verständnis der Wirtschaftswissenschaften ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Ja, das ist wirklich so. Übrigens, gehst du dieses Wochenende zum Fußballspiel? Ja, das ist wirklich so. Übrigens, gehst du dieses Wochenende zum Fußballspiel? Ja, das bin ich. Ich habe mein Ticket bereits gekauft. Kommst du? Ja, das bin ich. Ich habe mein Ticket bereits gekauft.
Kommst du? Ja, ich dachte, es würde Spaß machen. Ich treffe mich vor dem Spiel mit Emily. Möchtest du uns beitreten? Ja, ich dachte, es würde Spaß machen. Ich treffe mich vor dem Spiel mit Emily. Möchtest du uns beitreten? Ich würde mich freuen. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich würde mich freuen. Vielen Dank für Ihre Einladung. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Ich bin auch gut. Hattest du ein gutes Wochenende? Ich bin auch gut. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, habe ich. Ich bin auf dem Land spazieren gegangen. Es war sehr schön. Ja, habe ich. Ich bin auf dem Land spazieren gegangen. Es war sehr schön. Klingt gut. Ich habe mich zu Hause etwas ausgeruht. Was isst du heute zu Mittag? Klingt gut. Ich habe mich zu Hause etwas ausgeruht. Was isst du heute zu Mittag? Ich glaube, ich esse einen Hühnersalat. Das ist mein Favorit. Ich glaube, ich esse einen Hühnersalat. Das ist mein Favorit. Das ist eine gute Wahl. Ich kann heute Pasta essen gehen. Das ist eine gute Wahl. Ich kann heute Pasta essen gehen. Oh, die Pasta ist auch köstlich. Haben Sie von dem bevorstehenden Treffen gehört? Oh, die Pasta ist auch köstlich. Haben Sie von dem bevorstehenden Treffen gehört? Ja, habe ich. Es ist für Donnerstag geplant, oder? Ja, habe ich. Es ist für Donnerstag geplant, oder? Das ist wahr. Zuvor müssen wir die Präsentation vorbereiten. Das ist wahr. Zuvor müssen wir die Präsentation vorbereiten. Ich habe bereits mit der Arbeit daran begonnen. Ich schicke dir später mein eigenes Stück. Ich habe bereits mit der Arbeit daran begonnen. Ich schicke dir später mein eigenes Stück. Danke, Michael. Treffen wir uns nach dem Mittagessen, um dies weiter zu besprechen. Danke, Michael. Treffen wir uns nach dem Mittagessen, um dies weiter zu besprechen. Es sieht aus wie ein Plan. Bis dann, Mary. Es sieht aus wie ein Plan. Bis dann, Mary. Wir sehen uns nach dem Mittagessen, Michael. Wir sehen uns nach dem Mittagessen, Michael. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hey, was hast du in diesen Sommerferien vor? Hey, was hast du in diesen Sommerferien vor? Ich habe meinen Urlaub noch nicht geplant. Was machst du? Ich habe meinen Urlaub noch nicht geplant. Was machst du? Ich denke darüber nach, zur Sommerschule zu gehen. Ich denke darüber nach, zur Sommerschule zu gehen. Wirklich? Welchen Kurs planen Sie zu belegen? Wirklich? Welchen Kurs planen Sie zu belegen? Ich muss hier eine Englischstunde nehmen. Ich muss meine Sprache verbessern. Ich muss hier eine Englischstunde nehmen. Ich muss meine Sprache verbessern. Großartig. Ich möchte auch etwas lernen. Auf welchem Niveau bist du? Großartig. Ich möchte auch etwas lernen. Auf welchem Niveau bist du? Ich befinde mich derzeit auf dem A2-Niveau. Welchen Kurs sollte ich Ihrer Meinung nach belegen? Ich befinde mich derzeit auf dem A2-Niveau. Welchen Kurs sollte ich Ihrer Meinung nach belegen? Ein Sprachkurs für das A2-Niveau kann eine gute Option sein.
Sie können das Sprechen üben und neue Leute kennenlernen. Ein Sprachkurs für das A2-Niveau kann eine gute Option sein. Sie können das Sprechen üben und neue Leute kennenlernen. Gute Idee. Können Sie eine Sprachschule empfehlen? Gute Idee. Können Sie eine Sprachschule empfehlen? Sicherlich gibt es hier mehrere gute Sprachschulen. Ich kann Ihnen einige Vorschläge machen. Sicherlich gibt es hier mehrere gute Sprachschulen. Ich kann Ihnen einige Vorschläge machen. Dankeschön. Und was haben Sie nach dem Abschluss vor? Dankeschön. Und was haben Sie nach dem Abschluss vor? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich möchte beruflich vorankommen. Vielleicht mache ich meinen Abschluss. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich möchte beruflich vorankommen. Vielleicht mache ich meinen Abschluss. Einen Masterabschluss zu machen ist eine tolle Idee. In welchem Bereich möchten Sie sich weiterentwickeln? Einen Masterabschluss zu machen ist eine tolle Idee. In welchem Bereich möchten Sie sich weiterentwickeln? Ich habe vor, mich auf einen Bereich wie Unternehmensführung oder Marketing zu konzentrieren. Ich habe vor, mich auf einen Bereich wie Unternehmensführung oder Marketing zu konzentrieren. Viel Glück! Und schließlich, in welcher Stadt werden Sie diesen Sommer sein? Viel Glück! Und schließlich, in welcher Stadt werden Sie diesen Sommer sein? Ich lebe derzeit in Boston und werde hier meine Sommerferien verbringen. Ich lebe derzeit in Boston und werde hier meine Sommerferien verbringen. In Boston kann man eine tolle Zeit verbringen. Ich denke auch über ein paar Urlaubsorte nach. In Boston kann man eine tolle Zeit verbringen. Ich denke auch über ein paar Urlaubsorte nach. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Urlaubspläne schmieden. Vielleicht können wir gemeinsam etwas unternehmen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Urlaubspläne schmieden. Vielleicht können wir gemeinsam etwas unternehmen. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals darüber nachgedacht, wie toll Kinder sind? Hey Mary, hast du jemals darüber nachgedacht, wie toll Kinder sind? Auf jeden Fall, Michael. Sie haben eine unglaubliche Fähigkeit, sich zu wundern und zu lernen. Auf jeden Fall, Michael. Sie haben eine unglaubliche Fähigkeit, sich zu wundern und zu lernen. Es ist, als würden Sie die Welt mit neuen Augen sehen, frei von Skepsis. Es ist, als würden Sie die Welt mit neuen Augen sehen, frei von Skepsis. Sie sind wie kleine Schwämme, die alles um sich herum aufsaugen. Sie sind wie kleine Schwämme, die alles um sich herum aufsaugen. Und sie sind so neugierig, dass sie ständig Fragen stellen. Und sie sind so neugierig, dass sie ständig Fragen stellen. Ja, sie sind Naturforscher, die ihre Umwelt unbedingt verstehen wollen. Ja, sie sind Naturforscher, die ihre Umwelt unbedingt verstehen wollen. Es ist ein Privileg, ihr Wachstum und ihre Entwicklung mitzuerleben. Es ist ein Privileg, ihr Wachstum und ihre Entwicklung mitzuerleben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Sie sind wie Samen, die zu wunderschönen Blumen heranwachsen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Sie sind wie Samen, die zu wunderschönen Blumen heranwachsen. Es ist faszinierend, wie Sie Ihre Persönlichkeit im Laufe der Zeit entwickeln. Es ist faszinierend, wie Sie Ihre Persönlichkeit im Laufe der Zeit entwickeln.
Jedes Kind ist einzigartig mit seinen eigenen Interessen und Fähigkeiten. Jedes Kind ist einzigartig mit seinen eigenen Interessen und Fähigkeiten. Und sie haben die angeborene Fähigkeit, Freude an den einfachsten Dingen zu finden. Und sie haben die angeborene Fähigkeit, Freude an den einfachsten Dingen zu finden. Sicherlich kann sich in ihren Träumen ein Karton in ein Raumschiff verwandeln. Sicherlich kann sich in ihren Träumen ein Karton in ein Raumschiff verwandeln. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie ist wirklich inspirierend. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie ist wirklich inspirierend. Ich frage mich oft, welche Art von Welt sie in Zukunft prägen werden. Ich frage mich oft, welche Art von Welt sie in Zukunft prägen werden. Sie zu fördern und anzuleiten ist eine Verantwortung, die wir alle teilen. Sie zu fördern und anzuleiten ist eine Verantwortung, die wir alle teilen. Bildung spielt in ihren prägenden Jahren eine entscheidende Rolle. Bildung spielt in ihren prägenden Jahren eine entscheidende Rolle. Hier lernen sie nicht nur Fakten, sondern auch Werte und soziale Kompetenzen. Hier lernen sie nicht nur Fakten, sondern auch Werte und soziale Kompetenzen. Und es ist wichtig, ihre natürliche Neugier zu fördern. Und es ist wichtig, ihre natürliche Neugier zu fördern. Ja, um das Feuer der Neugier ein Leben lang am Leben zu erhalten. Ja, um das Feuer der Neugier ein Leben lang am Leben zu erhalten. Auch die Bereitstellung einer sicheren und liebevollen Umgebung ist sehr wichtig. Auch die Bereitstellung einer sicheren und liebevollen Umgebung ist sehr wichtig. Sie müssen sich sicher fühlen, um Neues zu entdecken und zu wachsen. Sie müssen sich sicher fühlen, um Neues zu entdecken und zu wachsen. Und es ist erstaunlich, wie widerstandsfähig sie im Angesicht von Widrigkeiten sein können. Und es ist erstaunlich, wie widerstandsfähig sie im Angesicht von Widrigkeiten sein können. Sie überraschen uns oft mit ihrer Stärke und Entschlossenheit. Sie überraschen uns oft mit ihrer Stärke und Entschlossenheit. Dies ist eine Erinnerung an das unglaubliche Potenzial, das in jedem Kind steckt. Dies ist eine Erinnerung an das unglaubliche Potenzial, das in jedem Kind steckt. Sie sind sicherlich in der Lage, Großes zu leisten. Sie sind sicherlich in der Lage, Großes zu leisten. Es ist unsere Pflicht, sie zu unterstützen und an sie zu glauben. Es ist unsere Pflicht, sie zu unterstützen und an sie zu glauben. Manchmal genügt ein freundliches Wort oder eine kleine Ermutigung. Manchmal genügt ein freundliches Wort oder eine kleine Ermutigung. Es ist unglaublich, welchen Einfluss wir auf ihr Leben haben können. Es ist unglaublich, welchen Einfluss wir auf ihr Leben haben können. Wir haben die Macht, ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu formen. Wir haben die Macht, ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu formen. Und es ist wichtig, gute Vorbilder für sie zu sein. Und es ist wichtig, gute Vorbilder für sie zu sein. Sie lernen durch Vorbild, daher müssen wir mit Freundlichkeit und Respekt vorgehen. Sie lernen durch Vorbild, daher müssen wir mit Freundlichkeit und Respekt vorgehen. Wichtig ist auch, sie Fehler machen zu lassen und daraus zu lernen. Wichtig ist auch, sie Fehler machen zu lassen und daraus zu lernen.
Durch Widrigkeiten können sie wirklich wachsen und Widerstandsfähigkeit entwickeln. Durch Widrigkeiten können sie wirklich wachsen und Widerstandsfähigkeit entwickeln. Und es ist so erfreulich zu sehen, wie sie aus diesen Erfahrungen lernen und wachsen. Und es ist so erfreulich zu sehen, wie sie aus diesen Erfahrungen lernen und wachsen. Sie sind wie kleine Samen. Sie stellen sich Herausforderungen und erblühen zu etwas Schönem. Sie sind wie kleine Samen. Sie stellen sich Herausforderungen und erblühen zu etwas Schönem. Ja, es ist ein Privileg, Teil Ihrer Reise zu sein. Ja, es ist ein Privileg, Teil Ihrer Reise zu sein. Ihnen beim Wachsen zuzusehen, ist sicherlich eine der größten Freuden des Lebens. Ihnen beim Wachsen zuzusehen, ist sicherlich eine der größten Freuden des Lebens. Sie bringen so viel Licht und Hoffnung in die Welt. Sie bringen so viel Licht und Hoffnung in die Welt. Sie erinnern uns an das Potenzial des Guten in der Menschheit. Sie erinnern uns an das Potenzial des Guten in der Menschheit. Und sie inspirieren uns, besser zu werden und eine bessere Welt für sie zu schaffen. Und sie inspirieren uns, besser zu werden und eine bessere Welt für sie zu schaffen. Ja, sie sind unser größtes Erbe und es ist unsere Pflicht, sie zu pflegen. Ja, sie sind unser größtes Erbe und es ist unsere Pflicht, sie zu pflegen. Sie sind zweifellos der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Sie sind zweifellos der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Geben wir also unser Bestes, um sie zu unterstützen und anzuleiten und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Geben wir also unser Bestes, um sie zu unterstützen und anzuleiten und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Gemeinsam können wir einen positiven Unterschied in ihrem Leben und in der Welt bewirken. Gemeinsam können wir einen positiven Unterschied in ihrem Leben und in der Welt bewirken. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary, wie fühlst du dich heute? Hallo Mary, wie fühlst du dich heute? Mir geht es etwas besser. Danke der Nachfrage. Der Arzt sagte, dass es mir bald wieder gut gehen würde. Mir geht es etwas besser. Danke der Nachfrage. Der Arzt sagte, dass es mir bald wieder gut gehen würde. Das ist schön zu hören. Kann ich irgendetwas tun, um Ihnen zu helfen? Das ist schön zu hören. Kann ich irgendetwas tun, um Ihnen zu helfen? Könnten Sie mir bitte etwas Wasser aus dem Spender holen? Könnten Sie mir bitte etwas Wasser aus dem Spender holen? Das besorge ich dir natürlich sofort. Das besorge ich dir natürlich sofort. Danke, Michael. Übrigens, hast du heute die Krankenschwester gesehen? Danke, Michael. Übrigens, hast du heute die Krankenschwester gesehen? Ja, ich habe schon einmal mit ihm gesprochen. Er sagte, sie würden sie in einer Stunde noch einmal untersuchen. Ja, ich habe schon einmal mit ihm gesprochen. Er sagte, sie würden sie in einer Stunde noch einmal untersuchen. Gut, ich hoffe, Sie können herausfinden, was diesen Schmerz verursacht. Gut, ich hoffe, Sie können herausfinden, was diesen Schmerz verursacht. Ich bin auch Mary. Hoffen wir auf eine schnelle Diagnose. Ich bin auch Mary. Hoffen wir auf eine schnelle Diagnose. Danke, dass du hier bei mir bist, Michael. Das bedeutet viel. Danke, dass du hier bei mir bist, Michael.
Das bedeutet viel. Gern geschehen, Mary. Ich bin hier, um Sie in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Gern geschehen, Mary. Ich bin hier, um Sie in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary. Hast du heute Zeit zum Mittagessen? Hey Mary. Hast du heute Zeit zum Mittagessen? Hallo Michael. Ja, bin ich. Wohin willst du gehen? Hallo Michael. Ja, bin ich. Wohin willst du gehen? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Lokal in der Innenstadt? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Lokal in der Innenstadt? Es passt zu mir. Wann? Es passt zu mir. Wann? Ungefähr 12? Passt das für dich? Ungefähr 12? Passt das für dich? Perfekt. Wir treffen uns dort. Perfekt. Wir treffen uns dort. Großartig. Ich habe gehört, dass es dort tolle Pasta-Gerichte gibt. Großartig. Ich habe gehört, dass es dort tolle Pasta-Gerichte gibt. Ich liebe eine gute Pasta. Bist du schon mal dort gewesen? Ich liebe eine gute Pasta. Bist du schon mal dort gewesen? Nein, das ist mein erstes Mal. Ich habe nur Gutes gehört. Nein, das ist mein erstes Mal. Ich habe nur Gutes gehört. Na dann, ich freue mich darauf. Na dann, ich freue mich darauf. Ich auch. Es ist immer schön, neue Orte auszuprobieren. Ich auch. Es ist immer schön, neue Orte auszuprobieren. Definitiv. Eine schöne Abwechslung von den üblichen Orten. Definitiv. Eine schöne Abwechslung von den üblichen Orten. Es ist auch gut, lokale Unternehmen zu unterstützen. Es ist auch gut, lokale Unternehmen zu unterstützen. Definitiv. Also, was hast du in letzter Zeit gemacht? Definitiv. Also, was hast du in letzter Zeit gemacht? Nur ganz normaler Geschäftskram. Und du? Nur ganz normaler Geschäftskram. Und du? Gleicher Weg. Die Arbeit beschäftigt mich. Gleicher Weg. Die Arbeit beschäftigt mich. Zumindest können wir uns auf dieses Mittagessen freuen. Zumindest können wir uns auf dieses Mittagessen freuen. Das ist wahr. Eine schöne Mittagspause. Das ist wahr. Eine schöne Mittagspause. Es gibt uns die Möglichkeit, uns zu entspannen und auf den neuesten Stand zu kommen. Es gibt uns die Möglichkeit, uns zu entspannen und auf den neuesten Stand zu kommen. Definitiv. Wie läuft Ihr Projekt? Definitiv. Wie läuft Ihr Projekt? Es kommt näher. Wir kommen gut voran. Es kommt näher. Wir kommen gut voran. Das ist schön zu hören. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Das ist schön zu hören. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Ein paar. Aber nichts, was wir nicht bewältigen können. Ein paar. Aber nichts, was wir nicht bewältigen können. Das ist es, was die Seele ist. Du gehst die Dinge immer direkt an. Das ist es, was die Seele ist. Du gehst die Dinge immer direkt an. Du kennst mich, ich bin immer bereit für Herausforderungen. Du kennst mich, ich bin immer bereit für Herausforderungen. Das ist eines der Dinge, die ich an dir bewundere. Das ist eines der Dinge, die ich an dir bewundere. Danke Maria, du bist auch ziemlich beeindruckend. Danke Maria, du bist auch ziemlich beeindruckend. Oh warte. Du bringst mich in Verlegenheit. Oh warte, du bringst mich in Verlegenheit. Es ist aber wahr, du bist engagiert und talentiert.
Es ist aber wahr. Du bist engagiert und talentiert. Das weiß ich zu schätzen, Michael. Wir sind ein gutes Team. Das weiß ich zu schätzen, Michael. Wir sind ein gutes Team. Das tun wir auf jeden Fall. Es ist immer eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das tun wir auf jeden Fall. Es ist immer eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Gleicher Weg. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Gleicher Weg. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Noch nicht. Wahrscheinlich macht er zu Hause ein bisschen R&R. Noch nicht. Wahrscheinlich macht er zu Hause ein bisschen R&R. Das hört sich gut an. Manchmal braucht man einfach ein ruhiges Wochenende. Das hört sich gut an. Manchmal braucht man einfach ein ruhiges Wochenende. Definitiv. In Ordnung und du? Definitiv. In Ordnung und du? Bei schönem Wetter kann ich spazieren gehen. Bei schönem Wetter kann ich spazieren gehen. Das fühlt sich erfrischend an. Die Natur macht immer den Kopf frei. Das fühlt sich erfrischend an. Die Natur macht immer den Kopf frei. So wie das. Ich liebe es, draußen zu sein. So wie das. Ich liebe es, draußen zu sein. Wenn du gehst, mach ein paar Fotos für mich. Wenn du gehst, mach ein paar Fotos für mich. Wird machen. Ich werde sie dir schicken. Wird machen. Ich werde sie dir schicken. Vielen Dank. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank. Ich freue mich auf Sie. Haben Sie also große Pläne für den Abend? Haben Sie also große Pläne für den Abend? Nur etwas Lektüre und vielleicht ein Film. Nur etwas Lektüre und vielleicht ein Film. Es sieht nach einem entspannten Abend aus. Es sieht nach einem entspannten Abend aus. So wie das. Was ist mit dir? So wie das. Was ist mit dir? Ich denke, dass ich an einigen Programmen teilnehmen werde. Ich denke, dass ich an einigen Programmen teilnehmen werde. Es sieht nach einem guten Plan aus. Es sieht nach einem guten Plan aus. Ich freue mich auf das Mittagessen. Ich freue mich auf das Mittagessen. Ich auch. Es war toll, aufzuholen. Ich auch. Es war toll, aufzuholen. Definitiv. Lasst uns das organisieren. Definitiv. Lasst uns das organisieren. Dafür bin ich da. Dann ist es ein Date. Dafür bin ich da. Dann ist es ein Date. Du verstehst, wir sehen uns um 12. Du verstehst, wir sehen uns um 12. Wir sehen uns, Maria. Wir sehen uns, Maria. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Mary, ist es nicht interessant, dass Deutschland so anders ist als England? Mary, ist es nicht interessant, dass Deutschland so anders ist als England? Auf jeden Fall, Michael. Die Architektur hier ist sehr einzigartig. Auf jeden Fall, Michael. Die Architektur hier ist sehr einzigartig. Ja, es ist ein starker Kontrast zu den charmanten Cottages auf dem englischen Land. Ja, es ist ein starker Kontrast zu den charmanten Cottages auf dem englischen Land. Und Essen. Deutsche Würstchen sind berühmt, aber ich vermisse ein gutes altes englisches Frühstück. Und Essen. Deutsche Würstchen sind berühmt, aber ich vermisse ein gutes altes englisches Frühstück. Ah, das komplette englische Frühstück mit Speck, Eiern und Bohnen. Es gibt nichts Vergleichbares. Ah, das komplette englische Frühstück mit Speck, Eiern und Bohnen.
Es gibt nichts Vergleichbares. Apropos Bohnen. Erinnern Sie sich an gebackene Bohnen in Tomatensoße? Apropos Bohnen. Erinnern Sie sich an gebackene Bohnen in Tomatensoße? Ja. Es ist ein wesentlicher Bestandteil eines englischen Frühstücks. Ja. Es ist ein wesentlicher Bestandteil eines englischen Frühstücks. Vergessen wir nicht den Tee. Der englische Frühstückstee ist sehr entspannend. Vergessen wir nicht den Tee. Der englische Frühstückstee ist sehr entspannend. Stimmt. Aber hier fange ich an, deutsches Bier zu genießen. Stimmt. Aber hier fange ich an, deutsches Bier zu genießen. Es ist schwer, es nicht zu tun. Die Bierkultur ist sehr reichhaltig. Es ist schwer, es nicht zu tun. Die Bierkultur ist sehr reichhaltig. Dennoch hat ein Pint in einem englischen Pub etwas Besonderes. Dennoch hat ein Pint in einem englischen Pub etwas Besonderes. Ambiente und Geschichte natürlich. Ambiente und Geschichte natürlich. Ich vermisse die grünen Landschaften Englands. Sanfte Hügel und üppige grüne Felder. Ich vermisse die grünen Landschaften Englands. Sanfte Hügel und üppige grüne Felder. Die englische Landschaft ist wie ein Gemälde. Die englische Landschaft ist wie ein Gemälde. Und der Lake District ist ein Paradies für Wanderer. Und der Lake District ist ein Paradies für Wanderer. Wenn wir zurückkommen, sollten wir einen Ausflug dorthin planen. Wenn wir zurückkommen, sollten wir einen Ausflug dorthin planen. Auf jeden Fall, und auch Stonehenge sollten wir nicht vergessen. Auf jeden Fall, und auch Stonehenge sollten wir nicht vergessen. Das Geheimnis, das es umgibt, ist faszinierend. Das Geheimnis, das es umgibt, ist faszinierend. Und natürlich London. Kultige rote Busse und die Themse. Und natürlich London. Kultige rote Busse und die Themse. London hat eine eigene Welt. London hat eine eigene Welt. Theater, Museen und Buckingham Palace im Westend. Theater, Museen und Buckingham Palace im Westend. Ich kann nicht glauben, dass wir in Deutschland über England reden. Ich kann nicht glauben, dass wir in Deutschland über England reden. Stimmt, aber dadurch schätze ich mein Zuhause noch mehr. Stimmt, aber dadurch schätze ich mein Zuhause noch mehr. Annahme. England hat seinen eigenen Charme. Annahme. England hat seinen eigenen Charme. Wussten Sie, dass die Königin ihren ganz besonderen Geist hat? Wussten Sie, dass die Königin ihren ganz besonderen Geist hat? Wirklich? Ich würde das gerne ausprobieren. Wirklich? Ich würde das gerne ausprobieren. Apropos Getränke. Die Deutschen haben ausgezeichneten Wein. Apropos Getränke. Die Deutschen haben ausgezeichneten Wein. Und vergessen Sie nicht die Bagels. Du solltest es unbedingt ausprobieren. Und vergessen Sie nicht die Bagels. Du solltest es unbedingt ausprobieren. Genau wie Fish and Chips in England. Genau wie Fish and Chips in England. Wissen Sie, wir haben das Glück, verschiedene Kulturen erleben zu können. Wissen Sie, wir haben das Glück, verschiedene Kulturen erleben zu können. Reisen erweitert zweifellos den Geist. Reisen erweitert zweifellos den Geist. Es ist lustig, dass sowohl Englisch als auch Deutsch-Germanisch sind. Es ist lustig, dass sowohl Englisch als auch Deutsch-Germanisch sind. Aber sie klingen immer noch sehr unterschiedlich.
aber sie klingen immer noch sehr unterschiedlich. Die deutsche Aussprache kann eine ziemliche Herausforderung sein. Die deutsche Aussprache kann eine ziemliche Herausforderung sein. Auch die englische Aussprache ist kein Kinderspiel. Auch die englische Aussprache ist kein Kinderspiel. Stimmt, mit all seinen Unregelmäßigkeiten und Ausnahmen. Stimmt, mit all seinen Unregelmäßigkeiten und Ausnahmen. Aber gerade das macht es interessant. Aber gerade das macht es interessant. Erinnern Sie sich, als wir uns in der englischen Landschaft verirrten? Erinnern Sie sich, als wir uns in der englischen Landschaft verirrten? Es war ein Abenteuer, nicht wahr? Es war ein Abenteuer, nicht wahr? Wir sind zufällig auf dieses hübsche kleine Dorf gestoßen. Wir sind zufällig auf dieses hübsche kleine Dorf gestoßen. Und ich habe die freundlichsten Einheimischen kennengelernt. Und ich habe die freundlichsten Einheimischen kennengelernt. Sie empfahlen diese süße Teestube. Sie empfahlen diese süße Teestube. Und Scones mit Sahne und Marmelade. Und Scones mit Sahne und Marmelade. Geschmack des Himmels. Geschmack des Himmels. Wie unser deutsches Gebäck hier. Wie unser deutsches Gebäck hier. Die Kuchen und die Schwarzwälder Kirschtorte sind göttlich. Die Kuchen und die Schwarzwälder Kirschtorte sind göttlich. Wir sollten lernen, einige dieser Gerichte zuzubereiten, wenn wir zurückkommen. Wir sollten lernen, einige dieser Gerichte zuzubereiten, wenn wir zurückkommen. Es wäre eine lustige Art, sich an unsere Reisen zu erinnern. Es wäre eine lustige Art, sich an unsere Reisen zu erinnern. Und wir können unsere Freunde einladen, beide Kulturen kennenzulernen. Und wir können unsere Freunde einladen, beide Kulturen kennenzulernen. Fusion aus britischer und deutscher Küche. Fusion aus britischer und deutscher Küche. Apropos Freunde. Wir sollten Ihnen Schnitzel vorstellen. Apropos Freunde. Wir sollten Ihnen Schnitzel vorstellen. Sie würden es genießen, genau wie wir. Sie würden es genießen, genau wie wir. Aber Sie könnten einen guten Shepherd's Pie verpassen. Aber Sie könnten einen guten Shepherd's Pie verpassen. Oder Yorkshire Pudding mit Roastbeef. Oder Yorkshire Pudding mit Roastbeef. Das sind die Klassiker. Vergessen wir nicht die Cream Teas. Das sind die Klassiker. Vergessen wir nicht die Cream Teas. In beiden Ländern gibt es so viele köstliche Möglichkeiten. In beiden Ländern gibt es so viele köstliche Möglichkeiten. Auch Englands Musikszene ist legendär. Auch Englands Musikszene ist legendär. Die Beatles, die Rolling Stones und vieles mehr. Die Beatles, die Rolling Stones und vieles mehr. Deutschland hat uns Beethoven, Bach und Wagner geschenkt. Deutschland hat uns Beethoven, Bach und Wagner geschenkt. Musik kennt wirklich keine Grenzen. Musik kennt wirklich keine Grenzen. Genauso wie unsere Leidenschaft, neue Orte zu entdecken. Genauso wie unsere Leidenschaft, neue Orte zu entdecken. Wir haben das Glück, dass wir einander haben, mit denen wir diese Abenteuer teilen können. Wir haben das Glück, dass wir einander haben, mit denen wir diese Abenteuer teilen können. Und Erinnerungen an England und Deutschland zu haben. Und Erinnerungen an England und Deutschland zu haben. Es war eine unvergessliche Reise. Es war eine unvergessliche Reise. Aber es gibt keinen Ort wie zu Hause.
aber es gibt keinen Ort wie zu Hause. Tatsächlich wird England immer in unseren Herzen sein. Tatsächlich wird England immer in unseren Herzen sein. Machen wir das Beste aus unserer Zeit in Deutschland. Machen wir das Beste aus unserer Zeit in Deutschland. Und wenn wir zurückkommen, werden wir unsere britischen Traditionen noch mehr wertschätzen. Und wenn wir zurückkommen, werden wir unsere britischen Traditionen noch mehr wertschätzen. Hier liegt die Schönheit des Reisens und die Liebe, die wir für unser Heimatland empfinden. Hier liegt die Schönheit des Reisens und die Liebe, die wir für unser Heimatland empfinden. Prost, Michael. Prost, Michael. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Guten Morgen, Michael. Es war beruhigend. Ich habe am Samstag ein Museum besucht. Guten Morgen, Michael. Es war beruhigend. Ich habe am Samstag ein Museum besucht. Das klingt interessant. In welches Museum warst du? Das klingt interessant. In welches Museum warst du? Ich ging ins British Museum. Das ist fantastisch. Ich ging ins British Museum. Das ist fantastisch. Ich bin nie dort gewesen. Welches ist dein Lieblingsteil? Ich bin nie dort gewesen. Welches ist dein Lieblingsteil? Abschnitt Mais. Mumien sind faszinierend. Abschnitt Mais. Mumien sind faszinierend. Irgendwann muss ich mal nachsehen. Übrigens, hast du den Bericht erhalten, den ich am Freitag geschickt habe? Irgendwann muss ich mal nachsehen. Übrigens, hast du den Bericht erhalten, den ich am Freitag geschickt habe? Ja, habe ich. Vielen Dank für die Übermittlung. Sieht großartig aus. Ja, habe ich. Vielen Dank für die Übermittlung. Sieht großartig aus. Schön zu hören. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Schön zu hören. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Das werde ich, Michael. Das sollten wir morgen bei unserer Teambesprechung besprechen. Das werde ich, Michael. Das sollten wir morgen bei unserer Teambesprechung besprechen. Auf jeden Fall, Maria. Um wie viel Uhr funktioniert es bei Ihnen? Auf jeden Fall, Maria. Um wie viel Uhr funktioniert es bei Ihnen? Wie wäre es mit 10 Uhr morgens? Dies gibt uns genügend Zeit zur Überprüfung. Wie wäre es mit 10 Uhr morgens? Dies gibt uns genügend Zeit zur Überprüfung. Hört sich gut an. Dann werde ich es unbedingt für 10 Uhr morgens einplanen. Hört sich gut an. Dann werde ich es unbedingt für 10 Uhr morgens einplanen. Perfekt. Danke, Michael. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Perfekt. Danke, Michael. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Du auch, Mary. Genießt den Tag, bis morgen. Du auch, Mary. Genießt den Tag, bis morgen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, ich bin Michael. Wie geht es dir heute? Hallo, ich bin Michael. Wie geht es dir heute? Hallo, Michael. Ich bin Mary. Mir geht es gut, danke. Und du? Hallo, Michael. Ich bin Mary. Mir geht es gut, danke. Und du? Mir geht's gut, danke. Freust du dich auf die Reise? Mir geht's gut, danke. Freust du dich auf die Reise? Ja, ich bin es. Ich fliege zum ersten Mal. Ja, ich bin es. Ich fliege zum ersten Mal.
Keine Sorge. Das Fliegen ist sicher. Hast du alles eingepackt? Keine Sorge. Das Fliegen ist sicher. Hast du alles eingepackt? Das denke ich auch. Ich habe meinen Reisepass und mein Ticket. Das denke ich auch. Ich habe meinen Reisepass und mein Ticket. Großartig. Das ist das Wichtigste. Haben Sie Handgepäck? Großartig. Das ist das Wichtigste. Haben Sie Handgepäck? Ja. Nur diese kleine Tasche. Was ist mit dir? Ja. Nur diese kleine Tasche. Was ist mit dir? Ich habe einen Rucksack und eine Handtasche. Ich fahre in Urlaub. Ich habe einen Rucksack und eine Handtasche. Ich fahre in Urlaub. Schön. Wo gehst du hin? Schön. Wo gehst du hin? Ich fahre nach Florida, um meine Familie zu besuchen. In Ordnung, und du? Ich fahre nach Florida, um meine Familie zu besuchen. In Ordnung, und du? Ich fahre zu einer Geschäftskonferenz nach New York. Ich fahre zu einer Geschäftskonferenz nach New York. Das klingt interessant. Wie lange bleiben Sie in New York? Das klingt interessant. Wie lange bleiben Sie in New York? Ich werde 3 Tage dort sein. Wie ist deine Reise? Ich werde 3 Tage dort sein. Wie ist deine Reise? Ich werde 1 Woche in Florida sein. Haben Sie Pläne in New York? Ich werde 1 Woche in Florida sein. Haben Sie Pläne in New York? Ja. Ich habe einige Besprechungen und möchte einige Orte sehen. Ja. Ich habe einige Besprechungen und möchte einige Orte sehen. Er sieht sehr beschäftigt aus. Ich habe vor, mich am Strand auszuruhen. Magst du den Strand? Er sieht sehr beschäftigt aus. Ich habe vor, mich am Strand auszuruhen. Magst du den Strand? Ja, ich liebe den Strand. Ich hoffe, ich kann eines besuchen, wenn ich in New York bin. Ja, ich liebe den Strand. Ich hoffe, ich kann eines besuchen, wenn ich in New York bin. Sie sollten versuchen, sich hierfür etwas Zeit zu nehmen. Was machst du beruflich? Sie sollten versuchen, sich hierfür etwas Zeit zu nehmen. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Marketing. In Ordnung, und du? Ich arbeite im Marketing. In Ordnung, und du? Ich bin Lehrer. Ich unterrichte Oberstufenschüler in Englisch. Ich bin Lehrer. Ich unterrichte Oberstufenschüler in Englisch. Das ist toll. Ich bewundere Lehrer. Englisch ist sehr wichtig. Das ist toll. Ich bewundere Lehrer. Englisch ist sehr wichtig. Dankeschön. Es kann herausfordernd, aber lohnend sein. Dankeschön. Es kann herausfordernd, aber lohnend sein. Ich kann raten. Oh, das Flugzeug startet gleich. Ich kann raten. Oh, das Flugzeug startet gleich. Ja, los geht's. Genießen Sie Ihre Reise nach New York, Mary. Ja, los geht's. Genießen Sie Ihre Reise nach New York, Mary. Danke, Michael. Viel Spaß in Florida. Danke, Michael. Viel Spaß in Florida.